Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mit Community-Content zu Stronghold 1. Wir spielen heute C2 Europa Nordengland. Hört sich erstmal vom Titel her relativ basic an, also relativ unbeeindruckend, ist aber eine Map von Abtreibung, die jetzt eigentlich schon seit 2 Jahren, glaube ich, 1 bis 2 Jahren, ich gucke gerade mal, ja, 2020, 21 um den Dreh, Ende 20, Anfang 21, in Discord eingereicht wurde. Also schon ein bisschen älter, älter als jetzt das letzte vorgestellte Miriquidi oder auch hier die Säulen der Erde. Aber dennoch, Abtreibung ist mittlerweile ein Qualitätssiegel, ähnlich wie Kevin Scheffel. Da wissen wir, dass uns auf jeden Fall was Gutes erwartet. Auch wenn die Schweineburg da oben mir ein ganz klein wenig suspekt aussieht, muss ich sagen. Wenn die Truppen alle oben rauskommen, dann weiß ich Bescheid. Gut. Wir lesen mal durch, was es mit der Mission auf sich hat. In der Kampagne von Stronghold 1 habt ihr euch bewiesen und konntet die 4 Herzoge nacheinander schlagen. Ihr seid wahrlich der beste Schlachtenlenker im Land. Doch seid ihr imstande, die ganze Kampagne auf einer einzigen Karte zu wiederholen und gegen alle 4 Schurken zu bestehen? Tipps: Achtet darauf, dass ihr eure Burg an die ständig wechselnden Anforderungen anpasst. Haltet euch ans Skript, dann wisst ihr in etwa, was zu tun ist. Speichert Abt und an. Abt wahrscheinlich, ne? Bei einem so langen Spiel lässt es sich nicht vermeiden, dass die Bäume direkt am Wegweiser spawnen, wodurch sich die Angriffe der Gegner verbacken. Habt Spaß! Wunderbar, ich würde mal sagen, wir spielen auf normal. Mir wurde nichts genaueres gesagt, dementsprechend gehe ich immer davon aus, dass die Missionen auf normal gebalanced sind. Zumindest, weil auf normal auch immer genau die Einstellungen kommen, die man im Editor einstellt, ohne Mali oder Boni. Soll heißen, wir gucken rein und auf normal, wenn nicht ganz so viele Gegner spawnen, vermeiden wir auch einen Bug, von dem ich gehört habe. Zumindest hat Damian das GNU geschrieben, dass es bei der Mission gerne vorkommen kann, vor allem im Endgame, dass so viele Truppen auf der Karte sind, dass gar keine Invasionstruppen mehr spawnen. Das könnte man vielleicht obwohl ich glaube, Damian hat es wahrscheinlich auch auf normal getestet. Aber ja, ich glaube, normal sollte das sein, wofür es gedacht ist. Sagen wir es mal so. Für alle, die daran interessiert sind, ihr findet es natürlich wieder auf meinem Discord-Server dann zum Download. Und wenn ihr es euch richtig geben wollt, könnt ihr ja noch höher stellen, wenn ihr so eine richtige Challenge haben wollt. Okay, schauen wir mal rein. Da haben wir es. Europa, Nordengland. Ich glaube, das ist ja auch wirklich, ja, das ist wirklich Nordengland, so von der Karte her. Okay, hier sind wir. Mit einer Menge Bäume. Dann haben wir da drüben die Schlange. Da oben die Ratte. Ratte mit Palisaden. Die Schlange mit ersten Steinmauern aber und kleinen Türmen, aber noch nichts wirklich Besonderes. Aber schon mal ein Burggraben. Das Schwein. Mit Armbrustschützen, schon größeren Türmen, aber noch keinen Turmgeräten. Und hier drüben der Wolf. Alle ein klein wenig. Man merkt, es sind allesamt kleinere Burgen als jetzt in der Kampagne. Gut, okay, bei der Ratte hat man, außer dass man selbst in eine komische Irgendwas-Burg da reingesetzt wurde, hat man nicht wirklich eine Burg gestürmt, sondern selbst verteidigt. Klar, die Rattenburg war schon mit Burggraben und dem ersten Steinwall. Klar, die Schlange war auf einem Felsen und hatte schon erste Turmballisten drauf und Armbrustschützen. Das Schwein hatte um einiges größere Burg. Aber man merkt trotzdem so ein kleines bisschen die Inspiration. Vor allem beim Schwein merkt man die Inspiration vom Stronghold Crusader Schwein, dass man diesen eingemauerten Turm da noch drin hat. Beziehungsweise allgemein ist das hier eher so an Stronghold Crusader Schwein angelehnt. Aber beim Wolf würde ich sagen, das kommt am nächsten ans Original der Kampagne ran. Von wegen dieser Festung an der Küste. Ja, das geht sehr nah in die Richtung. Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben hier unsere Ruine, die wir wieder aufbauen sollen. Und das machen wir, denke ich, mal auch. Machen wir mal den Kornspeicher. Komm, den machen wir einfach mal rein. Hätte ich gerne noch Vorratslager. Da passt nichts hin. Wunderbar. So, dann machen wir mal erstmal das Holz weg. Wir brauchen viel Platz um uns herum, deswegen mache ich sehr, sehr viele Holzfäller. Können wir Jäger bauen? Wir können Jäger bauen. Wir haben keinen inoffiziellen Patch drauf. Der Marktplatz kostet ja Holz. Ah, okay, alles klar. Das könnte leicht problematisch werden. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Okay, wir spielen ja jetzt wirklich in einer einzigen Mission die gesamte Kampagne nach. Das heißt, der Anfang sollte einfach sein, dass wir uns ganz
Der Anfang sollte wirklich sein, eine Basis aufzubauen, grundsätzlich, unbemerkt. Die Gegner wissen noch gar nicht, dass wir hier sind. Uns erstmal nur mit Tieren rumzuschlagen, Holz und ja, Nahrung reinzuholen. Und dann, sobald uns die Ratte entdeckt, geht der erste Kampf los, so gesehen, ne? Ich nehme mal an, dass die Story folgt wirklich vom Skript her, der Story von Stronghold 1. Wodurch wir jetzt erstmal noch in der Early-Phase sind, der ersten Mission. Es ist natürlich auch interessant, dass wir die gesamte Stronghold-Kampagne quasi in einer Mission jetzt quasi nochmal durcherleben. Aber Leute, trotzdem geht mal her und... Ah ja, das zusätzliche Lagerhaus hätte ich hier gerne noch. So, jetzt kommt das Holz rein. Holzer. So, machen wir noch ein paar Jäger außenrum verteilt. Finde ich eine gute Idee. Dass erst der Nahrung reinkommt und wir den Platz innen drin noch beibehalten. Wie ich das mit der Verteidigung mache, müssen wir mal gucken. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Gerade für den Start würde ich mal sagen, ja, aus der Truppen auszubilden, ist eine gute Idee. Okay. Dann können wir auch erste Bogenschützen holen. Es werden Rekruten benötigt. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Die werden zwar schon ein bisschen angepiekst, aber ja. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Wir müssen? Wir müssen gar nichts. Oh, au! Jetzt sind wir schon bei der ersten Rattenkonfrontation. Okay, das ging schneller als gedacht. Alles klar. Wolfsangriff. Nein, ich würde die annalierenden Gerichte. Das Volk fürchtet sich, mein Lord. Es werden Rekruten zur Stelle. So, da wir jetzt anfangs noch gegen die Ratte kämpfen. Oh, diese ganzen Ruinen machen das natürlich ein bisschen schwieriger, hier gescheit zu bauen. Aber wir kämpfen jetzt am Anfang noch gegen die Ratte. Das bedeutet, Bogenschützen, Lanzenträger ist die Technologiestufe gerade. Ich gehe auch mit der Technologiestufe. Oh, wir können sowieso keine Armbrüste machen. Oh. Oh nein. Nein, wir werden Feuer. Das gab es aber nicht in der Kampagne, außer wenn, wenn das Schwein uns gegrillt hat. Sire, die bösen Männer sind hier. Wir können nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. Ah, oh. Ja, okay, die Ratte ist da. Traritrara. Die Rat ist da. Okay, schauen wir mal, dass wir erstmal nur den Bergfried halten. Bin zur Stelle. Ach, ich habe mein Mausmakro nicht drin. Aber für Stronghold 1 braucht man das ein bisschen weniger. Ah, wir werden es trotzdem. Wo sind sie denn? Syrateu, wo bleiben sie? Hm. Ah, da, das sind einfach jetzt die Speer von der Ratte quasi. Die ersten sind schon verletzt. Okay, das ist jetzt nicht viel. Mein Herr? Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ich frage mich, wofür dieses C2 steht. C2, oh. Hm. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Oh, holen wir auch mal erste Waffen rein. Wie wir dann die Burg wieder aufbauen. Ich meine, wir können auch mal wirklich die Palisade zuziehen. Aber gut, das ist jetzt... Also die Palisade zuzuziehen wäre wirklich fürs absolute Early Game jetzt gegen die Ratte. Und da sind wir jetzt eigentlich schon... Das dauert gar nicht mehr so lange. Dann... Na, ich mach's trotzdem mal. Eure Beliebtheit steigt. So, die kriegen wir wohl leicht abgewehrt. Ja, wunderbar. Eine kleine Soldatentruppe. Ah, da kommen schon die nächsten Angriffe. Da haben wir wieder den Wolf. Das ist so ein bisschen die beeindruckendste Burg, die hier gerade steht. Und tatsächlich, auch wenn sie kleiner ist, finde ich sie tatsächlich besser als die vom Stronghold. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keine größere Enttäuschung in Stronghold 1 als die letzte Mission. Vor allem was die Burg vom Wolf angeht, ne? Man erwartet sich so viel. Das Lustige ist, wir haben sehr schnell bei der. Schon bei der Mission gegen die Ratte haben wir sogar schon Getreidefarmen und sowas gehabt, ne? Und Bier ja auch schon. Wir haben, ich bedenke diese Mission mit der Schlange, wo wir Bier liefern mussten. Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen und die ja, Stirn bieten? Bei einer Mission wie dieser hatten wir eigentlich schon die Käsefarmen, glaube ich. Ich mache trotzdem einfach mal hier die Holzburg zu. Die Truppen der Ratte greifen an. Nein, die Truppen der Ratte. Ich finde es immer noch super, dass der Berater bei der Ratte immer noch am meisten abgeht. Einfach nur, als wäre das der Weltuntergang schlechthin.
Nicht um der Rat, na! Ja, geil. Keine Plattform. Keine Plattform, keine Kekse. Ich sehe es schon. Das können wir später noch aus- und umbauen. Wir spielen einfach mal mit dem Skript. Das Skript sagt uns... Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Wir sind gerade noch auf der Holztechnologiestufe. Und Jagd und... Ja, wie gesagt, Getreide kam relativ früh. Kam das nicht sogar schon fast vor den Obstgärten? Ja, die Obstgärten kamen sehr spät erst in der Story, ne? Lustigerweise. Man hatte Jägerstände, direkt danach kam der Käse. Und dann hatte man eigentlich schon hier Getreide... Hopfen, glaube ich, sogar schon früher. Und Getreide... Ich kann mir überlegen, kam die Mission, wo man da Lord Mannequin geholfen hat. Da hat man das erste Mal Getreide gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. War die Mission mit der Bilieferung der Schlange davor oder danach? Das weiß ich gerade nicht ganz aus dem Kopf. Ja. Ich werde übrigens die Türme genau dort nachbauen, wo sie sind, sobald ich das Stein habe. Apropos Stein. Da hinten, ja, ja. Das Lustige ist, dass die Ratte eigentlich... Die Schlange ist eigentlich eher unser direkter Nachbar als die Nacht... Die Natte, die Nacktratte, genau, hier, Ratte. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Nein, nicht meine Jäger. Ich bräuchte da hinten eigentlich noch Plattformen. Ja, nö, macht ruhig kaputt, ist in Ordnung, wollte ich eh nie haben, passt schon. Okay, das sind die Apfelfarmen der Schlange. So schlong, so gut. Allzeit bereit. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Okay, wir haben auch ein bisschen Stein drin, wir haben da noch Zeug. Ich hoffe, das Holz macht sich so langsam frei. Dann müssen wir wirklich gucken, dass wir es dann so ausbauen. Ich meine, wie gesagt, aus Holz wird dann später noch Stein. Das werde ich dann später auch wieder umbauen. Was sagt das Tempo? Ist etwa noch 50 sogar nur. Ja, macht mir halt noch weiter meine Sachen kaputt. Okay. Ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist Zeit für Getreide. Weil Getreide kam wirklich noch viel früher. Ja, Schnee, Getreide kam noch viel früher. Nicht nur bei der Mission mit Lord Mannequin, das kam ja noch früher. Das kam bei der ersten Mission, bei der die Ratte Katapulte eingesetzt hat. Als man auf dieser Insel da saß, diese mehr oder minder Insel, dort kam eigentlich schon das erste Mal Getreide, was wir machen konnten. Das kam extrem früh im Spiel, interessanterweise. Von daher spielen wir da mal mit. Hier könnte doch eigentlich eine Mühle reinpassen, ne? Ja, das muss doch wenigstens so. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ah, ich glaube. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte. Ich glaube, entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung, würde ich sagen, genau. Okay, wir haben ein paar Brunnen. Eine Botschaft der Ratte. Ich habe meine Befehle bereits erteilt. Niemand von eurem armseligen Haufen wird entkommen. Okay. Bin zur Stelle. Wir pumpen weiter Bogenschützen. Bezüglich Platz wird sich das noch zeigen. Was wollte ich jetzt eigentlich im Saal? Egal. Das ist ein bisschen Platz. Boot wird angegriffen. Schafft die Männer schnell auf die Welle. Oh, jetzt sind wir bei... Die Nachricht war bei der Mannequin-Mission. Also sind wir jetzt da in etwa angekommen. Kommen jetzt auch die ersten Leiterträger? Nee. Okay, weil da waren ja dann Leiterträger dabei. Und die ersten Katapulte kamen da, glaube ich, schon. Obwohl, nee, die ersten Katapulte waren vorher bei dieser Getreidemission, das habe ich ja schon gesagt. War also ziemlich schwierig, so einfach aus dem Stegreif nochmal Stronghold 1 zu rezitieren. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, ist ja gar nicht so lange her. Das war in einem Livestream zu meinem... Was, zu meinem Geburtstag? Letztes Jahr? Ich glaube schon irgendwie in der Dreh, ne? Ihr könnt auf uns zählen. Auf jeden Fall habe ich mal einen Livestream gemacht, wo ich auf zwei Streams die gesamte Kampagne nochmal gespielt habe.
Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. War auf jeden Fall wieder schön, ich weiß nicht, es ist jedes Mal so ein schöner Nostalgie, die Kampagne zu spielen. So, ich werde dann später meine Burg ein bisschen pimperinon. Ich werde die zwei Türme auf jeden Fall nutzen als Grundlage, aber den Rest werde ich komplett abreißen und nochmal ein bisschen mehr Platz nutzen. Bin zur Stelle. Eigentlich müssten wir jetzt von der Technologiestufe her, vom Level, soweit sein, dass wir jetzt wirklich in Richtung Stein gehen können. Weil die erste Steinfestung hatten wir beim Angebot der Ratte. Jetzt ein Steinbruch passt der. Ja, hier passt noch einer hin. Ich weiß aber nicht, ob ich da nicht von den Armbrustschützen beschossen werde, vom Wolf. Aber ich hätte schon mal gerne Stein. Dankeschön. Och nee, das ist doch nicht... Ihr Miesen! Eine Botschaft der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Das war jetzt richtig böse. Richtig, richtig böse. Ja, Gott verdammt, hier passt nichts. Okay, ich habe einen Fallmacher mehr. Das ist okay. Bin zur Stelle. Rekruten benötigt mein Bogen ist euer. Alles kaputt? Alles kaputt? Sind auf dem Weg. Ich glaub's ja nicht. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Obwohl, nicht ganz. Nee, doch nicht ganz alles. Aber leider genug für meinen Geschmack. Ja, die Ochsen werden mir immer so erschossen hier. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Dort platzieren, my Lord. Ja, das ist aber. Wenn die Arbeiter hierher kommen, ja, einer hat's besetzen können. Wenn es langfristig genug die letzte Person da ankommt und dann der. Das wird auch trotzdem eklig. Nee, das wird zu eklig, hier das Stein zu holen. Aber das da unten müsste möglich sein. Wenigstens. Ansonsten müssen wir mal gucken. Mein böse Angstfaktor wäre eine Idee, ne? Hier habe ich einen Rückgängig-Button. Der funktioniert ja auch ganz gut. Ein Crusader will der nicht so richtig. Immer so ein Problem. Ja, wenn hier ein Feuer ausbricht, wird das trotzdem absolut ekelhaft. Eure Beliebtheit sinkt. Das Volk hat eine hohe Meinung von keine euch. Nahrung mehr. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, also es gibt noch Wild, aber wahrscheinlich zu weit weg. Jetzt nicht mehr um uns herum und dementsprechend laufen wir immer in die Gegner rein. Was natürlich uncool ist. Aber wenigstens kriegen wir jetzt wieder Brot. Ich habe noch gar keinen Marktplatz gebaut bis jetzt, ne? Wahnsinn. Nur Marktplatz-Challenge. Gefällt, weil ich jetzt eingebaut habe. Was darf ich eigentlich holen? Okay, Armbrüste sind ganz aus. Also, überhaupt nicht. Also, selbst, ich darf keine herstellen, ich darf keine kaufen. Das heißt, ich muss nicht mal dran denken, mit der Technologiestufe damit zu gehen. Die sind komplett uns verwehrt. Okay. Bevor ich wirklich eiserne Waffen... Okay, ich glaube, ich muss gar nicht selbst mit der Technologiestufe denken. Ich hätte einfach machen sollen, was mir lieb ist. Eisentechnologie kann ich eh nicht machen. Ich kann kein Eisen kaufen. Ich kann kein... Vielleicht, wenn der Baum hier weg ist. Es könnte sein, dass es vielleicht zählt. Entfernt diesen wilden, dieses wilde Gewächs. Wachen! Schaff diesen Baum aus meinen Augen. Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Sag mal, was wollt ihr denn die ganze Zeit? Bereit.
So, dann würde ich mal sagen, designen wir die Burg mal um, ne? Du warst ein ganz großer Turm, ne? Ein richtig großer Busche warst du. Ersetzen wir zuerst mal die Türme. Passend. Und dann bauen wir die Burg entsprechend nach diesem Antlitz. Wenn dann noch Steinlieferungen kommen, dann wird alles gut werden. Ach, da ist der Wegweiser. Ja, okay, meine Jäger. Die schießen schon ein bisschen aufs Schwein drauf, aber leider treffen die noch nichts. Nur mit genug Jägern lässt sich die Mission bestimmt auch mit Jägern schaffen. Eine riesige Bogenschützenkolonne. Die gehen halt alle One-Shot drauf. Du musst halt wirklich Glück haben, dass die überhaupt einmal schießen können. Es werden Rekruten benötigt sein. Na gut, ja, dass die mir ständig weggeschossen werden. Ich glaube, wir sollten mal unsere Jäger einstellen. Bis vielleicht das Wild so weit nachgekommen ist, dass das zu uns reinläuft. Wurde eingestellt, my Lord. Die Arbeit wurde ansonsten läuft wenigstens das Brot. Wir haben 6 Bäcker, die arbeiten. Wir könnten hier tatsächlich, aber hier eigentlich wird sich eine Waffenproduktion lohnen. Irgendwie so. Dass wir es gleich nebendran hätten. Bisschen so, dass sie durchlaufen könnten. Das bräuchten wir so. Schön, dass man. Ah, gut, Gerberei für Streitkampfkämpfer, ne? Machen wir mal hier nochmal einen Pfeilmacher hin. Ja genau, jetzt weiß ich, was ich nochmal zwischendurch mal sagen wollte. Ich würde es ja gerne als einen Bluff hinnehmen. Das heißt, ja, hier Brunnen bauen. Aber die Sache ist die, das Spiel ist darauf getrimmt. Wenn diese Nachricht kommt von wegen Brunnen. Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Also wenn diese Nachricht kommt, wenn du keinen Brunnen hast, dann kommt ein Feuer. Sehr sicher. Berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Europa-Nordringer, passt. Wurde uns auch geraten, das zu speichern. Es werden Rekruten. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Das erste, was ich mit Stein schützen werde, ist meine Steinproduktion. Die Truppen der Ratte. Ich glaube, so kommt niemand hin, ne? Gut zur Arbeit. Was die Leute nicht immer so tun. Hier wäre dann noch Platz für einen Turm, sollte nicht der Baum im Weg stehen. Wie hier. Den machen wir mal weg. Ihr könnt auf uns hier kommt mehr drauf und verteidigt hier. Wohin gehen wir? Hier kommt mehr zurück. Aus. Die Routen der Trappe greifen an. Oh, halla. Okay. Okay, ich hätte gerne dieses Katapult nicht in meinem Gesicht. Oh. Bitte wegmachen. Das wird garantiert ein Katapult. Bin zur Stelle. Es wird auf uns zählen. Mein Bogen ist euer. Oh Gott. Das wird etwas schwierig. Na, nicht mein Ochsen! Der wollte gerade Stein reinbringen. Boah, das ist ja eklig. Alter, Falter, wie schnell ging das denn? Und dann noch den Bogenschütz. Ah, ist das Richards Katapult, nur dass der auf Gegner umgemünzt wurde? Oder was ist da los? Oh Gott, das ist ja auch ganz knapp. Ich mach mal Europa Nordengland raus. Und Speicherung. Nennt einen Wunsch. Sehr wohl, mein Herr. Oh, la, 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 la. Wie dieses Katapult gesnipert hat, ey, Wahnsinn. Ja, schon regelrecht dreist. Brauch mal Geld. Ja, bitte. Mit Vergnügen. Ja, da kommen immer mehr. Alarm. Ihr könnt auf uns zählen. So, weg da. Gehen wir. Ist das nicht ein sterbender Baum? Ja,
Am liebsten würde ich ja die Schlange zuerst umnudeln. Die geht mir am meisten auf den Sack. Vor allem da hier drüben ist so schön viel Fläche. Da könnte man so gut farmen. Und nicht nur farmen, wir könnten auch, ja, wo kriegen wir eigentlich Eisen her? So eine Scheiß? Genau, dankeschön, herzlichen. Also, jetzt mal, ich muss mal gucken, bin ich blind? Sehe ich gerade der Eisenvorkommen nicht? Was das Spiel angeht, von der Story gab es die ersten Eisenvorkommen, sobald wir gegen die Schlange gekämpft haben, weil wir da das erste Mal zumindest mit Streitkolben hantiert haben. Ja, gut. Ich meine, selbst wenn ich in Eisen... Ich müsste die gesamte Burg vom Wolf räumen, um das Eisen zu sichern. Und dann ist das ja eh schon gegessen. Das heißt, ich kann wirklich nur... Ich kann effektiv nur Bogenschützen-Lanzenträger einsetzen bis zum Ende des Spiels, ne? Ah, nee, ich darf Eisen kaufen. Okay. Ist das... Irgendwie wird das übersehen. Na ja, gut, okay, wenn ich Eisen kaufen kann, dann ist es ja schon mal wenigstens etwas. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, das kriegen wir gelöscht. Mach mal ein paar Gebäude dazwischen kaputt. So ein paar Bäcker. Und den Pfeilmacher. Dass es hoffentlich nicht immer so weit sich ausbreitet. Jetzt noch einmal da oben, dann ist das der obere Abschnitt. Oh, jetzt hat es da natürlich wieder nachgefangen. Ah! Komm, jetzt einmal da noch und dann ist das hier eigentlich... Das geht einfach zu schnell nach. Ja. Oh. Okay, hier ist Ruhe. Da ist Ruhe. Dort ist Ruhe. Meine Güte, ey. Oh ja, klar. Das eine Mal muss jetzt nochmal sein, ne? Eine Botschaft von eurem Informanten. Knusperbrot. Das war Räucherbrot. Okay, wir haben das Feuer überlebt. Eins von der mal gucken, wie viel. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Feuer gab's keins in der Kampagne. Kein Eventfeuer. Einspruch, euer Ehren. Baum? Du stehst zwei Felder zu weit rechts. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Wir benötigen Steine. Münzsteine. Nein, ich bin überhaupt nicht kindisch. Ich mache jetzt noch ein paar Früchte. Für zwischendurch. Doch, mache ich. Also, kam jetzt wieder der Baum wirklich aus dem Nichts wieder geschossen und mir... Oh. Der Baum will mir immer den Tag versauen, ich sag's euch. Operation aufbäumen. Oh mein Gott. Also wenn nochmal... ohne Abreißen hätte ich das Feuer gar nicht unter Kontrolle gekriegt. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Was das für die Zukunft heißt, ich weiß es nicht. Wachsen stetig sein. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Aber gut. Jetzt, wo die Ratte gesagt hat, es läuft recht gut für euch, was? Ich nehme mal an, sollten wir jetzt in die Offensive gegen die Ratte gehen? Bin zur Stelle. Haben wir irgendwas davon, die Ratte zu töten, ist die nächste Frage. Können wir Baumeister machen, bestimmt, oder? Muss ja sein. Was darf ich denn so bauen an Belagerungsgeräte? Es werden Rekruten benötigt sein. Wie können wir helfen? Alles. Und keine Feuerbelisten. Ich glaub's hier nicht, aber was soll's? Ne, leider nein. Hier gibt's keinen Stein.
bin zur Stelle. Bogenschützen bitte. Der Steinbruch ist am Arbeiten. Dann sammeln wir mal. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns. Ich meine, die Ratte schon mal ein bisschen zurechtstutzen. Warum nicht? Der hat es selbst gesagt, es läuft recht gut für uns. Hol doch. Wolf, du kommst erst später. Schon lustig. Die Kampagne beginnt mit Wölfen und endet mit dem Wolf. Wenn ich so drüber nachdenke. Es beginnt mit dem Wolf. Es endet mit dem Wolf. Alles nur Wolf. Okay, wir können jetzt hier unseren Turm aufbauen. Weil daran halte ich mich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Jürgen Penis. Okay. Alles klar. Jetzt halt brauche ich ja bloß noch genug Steine, um die Mauern zu machen, aber auch die Türme besetzen zu können, ne? Ja, ich mache gerade ein bisschen viele Speicherstände. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Nennt euren Wunsch. Katapult bereit. Wir geben unser Bestes. Böllern wir einfach mal rein. Kabum. Wenn ich die Befestigung schon mal ein bisschen zerschossen bekomme. Jetzt stelle ich mal vor, das wäre jetzt hier so in Stronghold Europe noch. Das wird zwar Stronghold 1 Atmosphäre, Musik und Grafik hätten, aber es wäre wie bei Corsetta, dass die KI ja eben noch eine KI hat. Eine Botschaft der Ratte. Narr, bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Ach ja. Gefahr, my Lord. Schau mal lieber in deine Burg, die ist schon halb offen. Oh. Ist das jetzt so das letzte Aufbäumen der Ratte? Bin so ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Unser Goldvorrat. Ihr könnt auf uns zählen. Ich möchte mal bitte meine Truppen hier oben drauf haben, schon mal. Ihr könnt auf uns zählen. Waffen benötigt sein. Katapult bereit, my Lord. Was für eine Attrappe. So gut wie erledigt. Ullas, uiuiuiui. Okay. Alles klar. Ich bin mal weg. Womit kann ich dienen? Alles bereithalten. Das ist jetzt. Ist voll, my Lord. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Burg ist verloren. Welch Hoffnung bleibt uns jetzt noch? Bring das Katapult zurück. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja, bitte. Ah, wir sind jetzt halt noch offen, ne? Ah, ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Und okay. Gut, so sind die Katapulte noch weit genug. Sind das alles Katapulte? Ich habe in einen, glaube ich, drei okay, ist das jetzt der Plotpunkt, wo die Ratte jetzt seine anderen Herzog-Kollegen verrät und sich uns anschließt? Oder? Oh shit. Oh shit, sind das viele. Ich muss mal zurück, wir müssen einen kleinen Knubbelpunkt bilden. Ey! Das sind Qualitätswaffenkammern. Die brauche ich noch. Okay, Knubbeln. Oh Gott, das wird knapp. Alter, was mit? Also ich beschweren will ich mich da eher weniger. Aber tatsächlich, ohne Scheiß, das ist etwas, das ist mir schon damals in meiner Kindheit aufgefallen. Und zwar, dass die vier Herzöge untereinander, wenn man die im Editor einstellt, nicht untereinander befeindet sind, sich nicht gegenseitig beschießen, aber trotzdem auf irgendeine Weise aggressiv gegeneinander sind. Die KI ist trotzdem aggressiv gegenüber den Mauern. Weil ich habe schon mal versucht, alle vier zusammen einzumauern, dass sie zu viert kombiniert in einer Burg sind und die haben sich trotzdem gegenseitig die Welle angegriffen mit ihren Angriffstruppen.
Dann war ich, das hat mich total verwirrt damals. Und ich glaube wirklich, dass sie sich zwar nicht angreifen, die Truppen gegenseitig, aber trotzdem das grundsätzlich aggressive Verhalten den Mauern gegenüber der KIs noch drin ist. Irgendwie sowas. Also, ja. Ich will nicht wissen, was der Wolf sich gerade für eine Spaceporn gibt, so. Debüs, was könnt ihr eigentlich? Mal an. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Wir benötigen mehr Steine. Eine Botschaft der Ratte. Nicht schon wieder! Es ist nicht zu fassen! Ich bin von Idioten umgeben! Du meinst die, die du beschossen hast gerade, ja? Böllert er einfach auf seinen Leuten rum. Ja. Katapult wird bewegt. Und schreit noch, ich bin von Idioten umgeben, ey. Bin zur Stelle. Es werden Waffen. Der Typ, ey. Der Typ. Mein Bogen ist euer. Ja, da kommt dann die Steinmauer hin. Ja, gut, das ist genau wie es hier sogar vorgezogen ist, ne? Mein Herr? In Bewegung! Ey, er schießt auf mich! Katapult wird bewegt! So, die Ratte noch ein bisschen. Okay, weiter zerschießen ist kaum drin, außer ich schieße ein bisschen auf den Bogenschützen rum und versuche die Stürme mal zu reduzieren. Ey! Wann ist denn das passiert? Oh, und ich wundere mich, dass keine Steine mehr kommen. Die Männer der Schlange wurden gesichtet. Oh. Was nun? What? Die Pff, nö. Halt, Moment. Halt, Stopp. Halt, Stopp. Wir sind doch noch nicht mal mit der Ratte fertig. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Schlange, die auf uns zumarschiert. Wie wäre es mit Nein? Eine Botschaft der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gevatter Tod ist auf. Was mischst du dich schon ein? Die Ratte ist doch nicht mal down. Rücken aus. Sehr wohl, mein Herr. Wir benötigen Steine. Ich kann mal, ja, ich kann jetzt eigentlich mal richtig Bögen kaufen. Jetzt wird mal gepumpt. Die Truppen der Schlange greifen an. Ich bin vielleicht total vergessen, dass ich das ja kannte. So, upsi. Okay, ein paar Streitkampfkämpfer dabei, aber es sollte noch gehen. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt mein sein. Mein Bogen ist euer. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Herr, wohin gehen eure Befehle? Wenn man sich jetzt durch die Mission geht, wir sind jetzt fast bei Halbzeit angekommen, weil wir da nicht vergessen. Die Ratte hat einen sehr großen Teil, fast die Hälfte aller Missionen ausgemacht, weil das ja so quasi das Tutorial noch mit eingebunden war. Und jetzt noch der erste Angriff der Schlange und sowas. Wir sind jetzt schon fast bei Halbzeit in der Kampagne, wenn man so will. Fast. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Schwein und Wolfgegner hat wirklich ein bisschen schnell, muss man sagen. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Ich bin da mal weg. Oh, das Katapult steht noch hier rum. Oh Mann, ich bin immer noch offen. Ich habe halt keine Steine. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Bin zur Stelle. We all have a long way to go. So, einmal abhalten bitte. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Mein Bogen ist euer. So kommen wir nicht zurecht. Solange nicht die ersten Schwertkämpfer kommen. Oh mein Gott, Moment mal. Wir sind von der Mission nicht sehr weit davon entfernt von der Mission. An der. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Der Wolf, das erste Mal mit Schwertkämpfern kommt. Na, Schlange, hast du nicht auch ein kleines bisschen Bock, mal so hier drauf zu schießen? Das sind immer noch die Rattenkatapulte, ne? Die da ausgerichtet sind. Drollig.
Okay. Kann sein, dass es auch nur die Ratte war. Weil ich glaube, es waren auch so diese Rattenlanzenträger, die damals bei dieser Mission, die ich erstellt habe, die Mauern von seinen Verbündeten angegriffen haben. Kann auch sein, dass nur die Ratte so aggressiv eingestellt ist. Schon irgendwo lustig, wenn man drüber nachdenkt. Komm, holen wir mal noch mehr ran. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Bin zur mehr Stelle Bogen, Power. Und für die Ratte könnte das jetzt schon fast reichen, ne? Vor allem in Kombination noch mit einer guten Menge Lanzenstrecke. Eine Botschaft der Schlange. Ah, ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Aber die Ratte hat jetzt auch noch keine... Weiß nicht, auf der einen Seite kommt die Schlange schon, aber ich habe noch nicht irgendwas von der Ratte gehört im Sinne von... Ich meine, okay, er hat sich aufgeregt, dass er von den Idioten umgeben ist, dass ein Angriff gescheitert ist, aber sowas im Sinne von, dass er jetzt Angst hat. Gut, dieses, ich muss meine Burg wieder einnehmen, ich brauche Hilfe, wird wohl nicht kommen, weil ja seine Burg nicht eingenommen ist diesmal. Aber irgendein Flehen oder sonst irgendwas hätte ich noch von der Ratte erwartet. Erwartet. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen. Kommt mal ran, alle Mann. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Gut. Das ist doch schon mal eher was. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Steine. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Ja, ja. Wir benötigen Steine. Okay, er hat recht. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, wir benötigen Steine. Unten zwar wieder offen, aber was soll's. Und speichern. Bin zur Stelle. Solange wie in Mission geht, hätte ich gerne mehrere Speicherstände, um verschiedene Rücksichtspunkte zu haben. Alles ist besser, als nochmal komplett neu zu starten, wenn ihr versteht. Nee, verstehe ich nicht. Start gefälligst neu. Bin zur Stelle. Ah! Es werden Waffen benötigt. Es gibt halt wirklich manche Leute, die so hardcore drauf sind, die wirklich verlangen, dass ich selbst bei übelst langen Missionen neu starte, wenn was schief läuft, statt zu laden, weil Speichern ja Cheaten ist, weil man denkt so. Sind auf dem Weg. Okay, es gibt mal wirklich manche sehr extreme Ansichten. Also ich verstehe schon, dass man nicht alles neu laden sollte und manche Niederlagen auf sich berufen sollte, aber es gibt ja wirklich manche Phasen, wo du sagst, okay, jetzt muss ich das ganze 2-Stunden-Ding neu starten. Oder ich lade einfach den Spielstand, wo ich es noch retten kann. Oder so, nee, ich lieber, dass es neu gestartet wird. Was? Okay. Sicher? Gut, wir sollten jetzt aber mal... Ich könnte auch ein paar Schilde mit einsetzen. Der hat halt schon ein bisschen was am Bogenschützen hier, ne? Das tut schon etwas weh. Bogenschützen bereit. Aber in der Kombination mit noch gut Lanzenträgern dabei, sollte das ganz gut laufen. Weil die Bogenschützen tanken ja sehr viel die Schüsse weg. Die Lanzenträger können rein und schon mal Schaden anrichten, weil die meisten Bogenschützen sind hier oben drauf. Das ist wirklich die Frage, ob ich jetzt schon... Wir benötigen Steine. Komm, jetzt kommen gleich die Steine rein. Ich sehe sie doch schon. Die saftigen... Die Hasen vermehren sich... Die saftigen Hasen. Geschwindigkeit, euer Gnade. Einen Moment. Unsere Ernte ist in Gefahr.
dann so rüber. Da habe ich ja auch Platz gespart. Da passt ja auch noch irgendwas hin. Hoffentlich. Vielleicht doch nicht. Sehen wir dann mal. Hä? Was blockiert denn hier bitte? Sag bloß, dann darf ich auch nichts hier so im Sinne von Zinn hinmachen oder so. Das wäre schlimm. Und Speicher. Ihr könnt zur Stelle zählen. So, nochmal 5 hier, nochmal 5 da und dann würde ich mal sagen, ich weiß ja nicht, ob ich die Rad jetzt schon angreifen soll oder nicht. Aber gerade diese lange Pause sagt schon ein bisschen was, oder? Die ist schon aussagekräftig, würde ich sagen. Scheint aber zu gehen. Warum haben wir dieses... dieses hässliche Etwas, das sich erdreistet, sich Mauer zu nennen? Bin zur Stelle. Ihr könnt es auf uns Waffen womit kann ich dienen? Da lang würde ich mich... Ziemlich gemein. Ich muss mich so oder so mit der Schlange anlegen, um zur Ratte zu kommen, so richtig, ne? Oder komme ich... Doch, ich komme hier lang. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte fast, ich muss entweder hier lang oder da lang. So geht das ja noch. Ich weiß nicht, will ich zumindest ein paar Schilde einsetzen? Ich meine, Leitern bringen mir nicht viel, aber ein paar tragbare Schilder hätte ich schon gerne. Oh nein, wir sind ja nicht Patch-Status. Ja gut, ich weiß. Ja, eigentlich rein theoretisch kann man den Patch auch auf Stronghold 1 machen. Konnte man hier eigentlich Kontrollgruppen machen, was du wolltest? Eins? Eure Befehle? Ja, okay. Eine Botschaft von eurem Informanten. Schlechte Nachrichten, Sire. Herzog Trüff hat soeben eine der neutralen Grafschaften. Was will denn der jetzt? Der soll sich mal schön hinten anstellen. So, dann machen wir das mal so. Und Speicher. Ja, bitte. Okay, es wird mal Zeit, ihr könnt auf uns zu entratifizieren. Gehen wir? Schild bin zur Stelle. Allzeit bereit. Vielleicht bin ich ein bisschen zu früh dran. Sind jetzt gerade wirklich Wölfe rein in mein Schild. Genau, ihr könnt jetzt einfach vor und jetzt erledigt mir die Ratte. Da steckt, glaube ich, gerade ein bisschen in Identitätskrise. Mitleid mit einer wehrlosen Ratte. Ich bin unschuldig. Man hat mich gezwungen. Okay, das, irgendwie hat sich das Schwein außerdem aktiviert. Kann das sein? Schwein ist sich noch ein bisschen unsicher, was seine Identität angeht. Lasst mich am Leben, euer Gnaden. Es handelt sich um ein Missverständnis. Jetzt hat jeder gleich mal Schiss bekommen, kann das sein? Ach so, vielleicht hat einfach jeder Schiss bekommen, weil ich den ersten Lord getötet habe. Und die denken sich, oh shit. Nur zu. Nee, nee, ich glaube mal, na, dass der Wolf Schiss bekommt, das wundert mich jetzt. Nee, ich glaube, es ist eher so, dass ich alle Nachrichten aktivieren, sobald der erste Lord stirbt. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Okay, tun wir einfach mal so, als hätten wir die Ratte gehört. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt vom Schwein, einfach nur. Mein Herr, ein weiter Weg. Womit kann ich dienen? Ja, gut. Ihr könnt auf uns zählen. Was ist eigentlich das Ziel? Einfach Zeit. Zeit ist ja gut, okay. So knapp Halbzeit. Ja, passt noch. Bin zur Stelle.
Es werden Waffen benötigt sein. Wisst ihr, was cool wäre, wenn sich Technologien... Halt, Moment. Wisst ihr was? Es könnte sein, dass wir Armbrüste bekommen. Es gibt ja ein Event in Songwind 1, das Armbrüste freischaltet. Und zwar das mit den Mönchen. Es könnte sein, dass ich wirklich welche krieg. Oh, wäre das geil. Ich glaube, jetzt sprechen wir eine Sprache. Diesen Turm mache ich mal ausnahmsweise voll eingemauert. Das ist so ein Ausnahmeding. Und ich sagen muss, vielleicht mache ich den nicht voll auf dieser Seite. Sondern eher so, dass da noch ein bisschen Platz nach hinten ist. Andererseits, das kann ich nicht wirklich nutzen. Ne? Ach so vielleicht. Wir benötigen Steine. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Pest ist nicht gut. Nahrung geht weg, ist auch nicht gut. Alles nicht gut gerade. Oh mein Gott, die Pest, die macht gerade richtig viel schlecht. Ein paar Apotheker bitte. Holen wir mal ein paar Jäger zurück. Vielleicht bringen sie uns was. So, Ratte ist soweit kaputt. Seine Bevölkerung ist immer noch glücklich. Okay, das kann ich mir vorstellen, dass die glücklich ist, wenn er weg ist. Wir haben ein leichtes Problem bezüglich Nahrung, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es war wirklich, weil zwischenzeitlich die ganze Weizenernte gestoppt hat, ne? Wir bräuchten mal... Hilfe! Mann! Kamera! Das war alles unbeabsichtigt, ich schwöre. Ich hole mal richtig viel Getreide hier ran, dass wir ein bisschen Puffer entwickeln. Die Leute verlassen die Burg. Nein, tun sie nicht. Doch, tun sie. Verdammt! Keine Steuern. Fleisch. Was? Ihr lebt noch? Na, nicht mehr lange. Liebheit kommt rein. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Eure Befehle? Rücken aus. Bin zur Stelle. Schlongus, Longus. Die Truppen der Schlange greifen an. Sind auf dem Weg. So, jetzt kommen die Leute wieder. Na, immerhin. Jetzt kommt hoffentlich auch Getreide rein. Es heißt zwar Getreide, aber es kann auch gerne mein Kommtreide sein. Nennt euren Wunsch. Wir rücken aus. Ich will... Soll ich sagen... Ich möchte sagen, dass ich gerade sehr froh bin, dass kein Feuer bis jetzt ausgebrochen ist, weil das ansonsten echte Probleme machen würde. Jetzt, wo ich gesagt habe, bitte Feuer, bleib auch, bleib. Das ist, machst du gut so, machst du richtig gut so. Bitte bleib auch einfach. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Komm doch, trau dich doch. Ach scheiße, er kommt wirklich. Okay. Mein Bogen ist euer. Es werden Rekruten benötigt sein. Meine Güte, lasst ihr euch eine Zeit. Es werden Rekruten benötigt sein. Irgendwo habe ich jetzt noch einen weiteren Baumeister bekommen. Es werden Rekruten benötigt sein. Why ever. Eure Befehle? Why ever ever. Ja, bitte wegmachen. Ist da jetzt eigentlich der Baum weg? Der ist weg, okay. Achso, ist meine. Ich wollte gerade sagen, hat er das Schild eben gemacht? Das ist meine. Upsi. Kann man mal verwechseln. Kann man mal.
Speichern. Und speichern. Ihr könnt auf uns es werden Rekruten benötigt sein. Ja, okay, läuft, läuft, läuft. Nein, mein armes Tragus hat 5 Gold gekostet. Das stelle ich euch in Rechnung, ey. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk huldigt euch sein. So, dann kommt mal wieder Geld rein. Ist okay. Supidupi. Ja, genau, Supidupi. Ja, die wollen zu meiner... Kommen die da vielleicht sogar durch? Ja, ich glaube, die kommen da durch. Können das von hinten anpieksen. Ich darf da bloß nichts hinbauen. Oh. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ihr könnt auf uns zählen. Jetzt können wir mal auf 90er Tempo gehen. Ich glaube, es gibt nichts, was uns jetzt hier aufhält. Und Speicher. Da jetzt höher zu gehen vom Spieltempo. Euer Gnaden, unser Werk der Lagerungsgeräte bemannt. Okay. Immerhin. Gut, meine Balliste schießt zwar, die trifft davon hier aus ja nichts. Bin zur Stelle. Jetzt wird auf uns zählen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne weiterhin gegen die Schlange jetzt mal vorgehen. Und da bräuchten wir auch ein bisschen Belagerungsgerät. Euer Gnaden? Mein Herr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich glaube, 2 Katapulte sollten reichen. Ihr könnt auf uns zählen. Mach mal ein bisschen Platz, wir brauchen noch. Gut, was an Ressourcen. Eure Befehle? So, 2 Katapultis. So gut wie erledigt. Bin zur Stelle. Darf uns zählen. Hast du abgegeben? Wunderbar. Dann mal noch eine Obstfarm, bitte. Ich könnte Bier machen, aber Bier ist halt in Stronghold 1 nur halb so effektiv wie in Stronghold Crusader, dementsprechend. Boah. Schön zu haben. Wir benötigen Steine. Aber muss jetzt nicht unbedingt. Wie können wir helfen? Wir geben unser Bestes. So. Hier einmal kaputt machen, bitte. Schlangentypisch ist er dann eingeschlossen. Mit seinem tollen Burggraben. Hat leider auch nicht so leicht rein. Er hat fast nichts auf seinem Ding da. Also wenn ich jetzt noch den Turm und das Tor aus da zerschossen bekomme. Wir benötigen Steine. Oh, was? Ich treffe. Ach, jetzt treffe ich von hier. Okay. Das war nicht mal der Plan, aber gut. Katapult wird bewegt. Unmögliches Ziel. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir benötigen Steine. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, es kommt doch diese... Okay, dann bin ich ein bisschen früh dran, kann das sein? Gebt Ruhe! Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Alles klar. Also, hä? Gewaltiges Heer des Schweins wird ah, dann muss ich sagen, das ist nämlich das, was mich fördert. Dann kamen die Schlangenangriffe zu früh.
Weil jetzt die Schlange hätte bis jetzt noch gar nicht angreifen sollen. Jetzt haben wir halt eben einmal das Schwein und jetzt müsste erst danach die Schlange kommen. Okay, also sind wir jetzt erst dabei, dass die Ratte kanonisch. Ja, gut, etwa halbzeit von der Story. Ja, doch schon. Hat mich doch ein bisschen verwundert jetzt, dass es in dieser Hinsicht kommt. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Weil, als die Schlange jetzt angegriffen hat, dachte ich schon, die Ratte müsste jetzt eigentlich schon weg sein. Aber anscheinend nicht. Anscheinend war der Plan ein anderer. Ritter? Das habe ich aber anders in Erinnerung. Das sind vor allem welche von der Ratte. Das sind Rattenritter. Das ist das Doppel-R. Rattenritter. Ich würde gerne sagen, ich glaube, mein Schwein pfeift, aber es ist eher die Ratte, die gerade piept. Das Problem ist, ich kann gegen die Ritter nichts machen. Die messen mir ja alles nieder. Oh, hi. Oh, hi. Oh, shit. Ah, gut, die Wand wird abgeschossen. Au, 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 au. Au, au, du Kump. Oh, jetzt machen die mir alles weg. Das ist ja schlimm. Ich krieg die Ritter halt nicht tot. Das ist ein echtes Problem. Höchstens diese Turmballisten, aber oh mein Gott. Okay, Marktplatz zurück. Häuser zurück. Jede Bitte nicht! Okay, jetzt ist die Ratte tot, offiziell. Alles klar. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Bim, bam, die Ratte ist tot, gekommen, die Ratte ist tot. Sie ist kein Brot. Nennt euren Wunsch. Gaukler? Ihr entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Jetzt komm! Okay, eigentlich müsste der Wolf doch kommen, erst nachdem die Schlange das erste... Gut, die Schlange hat schon das erste Mal... Ich spiel... Das ist alles verschoben irgendwie gerade. Ah! Bin zur Stelle! Die Schwertkämpfer des Wolfs sind hier! Wir sind verloren! Kriege ich jetzt dann die Armbrüste, bitte? Ich frag für einen Freund. Der Kornspeicher ist voll, my Lord. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ein kleines Power-Up könnte ich schon gebrauchen. Dann eben nicht. Euer Gnaden, was soll konstruiert werden? Hol die Spielverderberin, die Sängerin da. Darf ich? Oh Gott, ich habe gar keine Ochsenjoche hier. Ja, toll. Oh Gott. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Ihr könnt auf uns zählen, bitte. Ein weiter Weg. Sogar positiver Angstfaktor. Was ist denn hier los? Help. Ja. In Bewegung. Gut, das halten sie nicht mehr aus, aber... Das wäre noch schöner. Gut, vorzumachen braucht ihr gar nicht. Ihr wollt doch schon wieder nur an meinen Stein. Ihr wollt doch immer alle nur das Gleiche. Mein Bogen ist euer. Es wird etwas schwierig. Ah, okay. Ja, das hätte ich euch auch geraten. Hä? Ach, die sammeln sich hier. Oh Gott. Versuchen wir, die mal halbwegs einzeln abzufangen. Einer, zwei. Bevor sie mir zu viel Schaden anrichten. Würde ich gerne vermeiden wollen. Bin zur Stelle.
1, 2. Aber natürlich, ja, bitte. Ein Kinderspiel. Ihr könnt auf uns zählen. Sollten wir geschafft haben. Okay. Okili dokili. Nicht schlecht. Das nächste Mal werde ich euch nicht unterschätzen. Nö, nö. Eine Botschaft von eurem Informanten. Hier. Yes. Nehmt dies. Hab ich die jetzt wirklich bekommen? Sag mir bitte. Diese Bauplan für eine Armbrust wird euch gegen eure neuen spätestens jetzt, wo die Gepanzerten kommen und gerade Ritter. Ich brauche Feuerkraft. Eine Botschaft von yes. Informanten. Sire, unsere Pfeilmacher sollten so schnell es geht Armbrüste bauen. Wir müssen bereit sein, wenn die Männer des Wolfs zurückkehren. In diesem Gebäude gibt es keine Armbrüste. Dafür mache ich jetzt auch extra diese Sektion hier. Das war alles geplant. Wohin gehen wir? Wir benötigen Steine. Okay, dann können wir jetzt mal ein bisschen auf Armbrüste umsteigen. Wurde aber auch Zeit. Statt sowas zu sagen wie Danke oder sowas, ne? Wie sagt man? Wurde aber auch Zeit. Ihr könnt zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Hab ich alle umgestellt? Sire, oh, stimmt, ich hatte eigentlich. Dürre viele Bäume zum Opfer gefallen sind. Oh, die armen Bäume. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Ich habe ja nicht viele Brunnen, ne? Ich mach mal noch einen hier hin. Und einen Fallmacher hier zu haben, wäre aber auch sexy. In diesem Gebäude gibt es keine. Sowohl die Tatsache an sich als auch der Fallmacher. Einen Moment. Ali, halt, Moment. Tut mir leid. Es gibt eine Priorität einzuräumen. Und zwar, ich möchte ja dann noch eine Zinne dahin bauen. Ups. Wahrscheinlich gerade mitten dabei, Armbrüste hier zu Harnische zu machen für mich. Ihr könnt auf uns zählen. Und so danke ich es Ihnen. Ich keine Steine bauen kann, ist schon ein bisschen gemein. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Schlange mache ich jetzt halt noch hier den Turm kaputt. Danach das Tor aus. Und dann ist er eigentlich sturmreif. Der Herr Burigar. Erster Armbrustschütze. Olle, es gibt was zum Feiern. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wir benötigen Steine. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Mit Steinvorräten. Also. Haha. Jetzt sieht es auch noch was aus. Meine Güte, das war ja grauenvoll von. Nein, jetzt passt das nicht mehr. Jetzt passt das nur so hin. Und oh nö, das wird aber kacke aussehen. Dann mache ich so. Das ist echt schlimm, sag ich euch.
Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Wir benötigen Steine. Ja, so mache ich das, denke ich. Passt. Eine kleine Erweiterung. Für die Bedürftigen. Ich würde mal sagen, die Bogenschützen setze ich jetzt mal alle Offensive ein. Die Armbeschützen nehmen die Defensive übernehmen. Wir benötigen Steine. Auf diese Weise kommen wir ein bisschen voran. Wenn ich die Schlange mal gesäubert habe, habe ich meine gesamte rechte Flanke frei. Darauf freue ich mich schon. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Waffen geschultert! Eine Botschaft der Schlange. Hört ihr auch diese Schritte? Gevatter Tod ist auf dem Weg zu euch. So, das reicht auf jeden Fall auch noch. Dann müssen wir eigentlich genug Harnischproduktion haben. Die Truppen der Schlange greifen an. Holla! Okay, hier kommt das nochmal zurück. In Bewegung. Eure Befehle? Rücken aus. Erstmal. Sind auf dem Weg. Katapult bereit. Jetzt kannst du eigentlich näher ran, ne? So gut wie erledigt. Achtung, zur Stelle. So. Ach, wir haben 8 Jäger schießen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nice. Glückwunsch. Achtung! Achtung! Bin zur Stelle! Und los! So, wir haben jede Menge Verteidigungsfeuer. Womit kann ich dienen? Ein leichtes. Ich mache aber noch ein paar hier draußen hin. Okay, das hat ja soweit gehalten. Nehmt euren Wunsch. Ihr könnt auf uns zählen. Aber wenn ich dann später noch Streitkommenkämpfe haben will. Für Streitkommenkämpfe ja nicht so. Die sind halt nicht am Dauerrennen. Und gerade bei der Menge an Armbrustschützen, die ich hier sehe, skippe ich die vielleicht und gehe lieber auf Pikiniere. Sobald möglich. Vor allem, weil ich ja. Ich habe minus 1 Kühe, wie zur Hölle. Werfe ich jetzt eine Gerberin, wenn ich schieße oder sowas? mit Kuh. Und Speicher. Meine IQ ist zu niedrig. Achtung, Bogenschützen bereit. Jetzt haut halt ab. Eine Botschaft von eurem Informanten. Sir Longarm ist mit dem Schiff abgereist, um über die Freilassung des Königs zu verhandeln. Alles klar. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Nochmal Schlange. Eine Botschaft der Schlange. Was für ein Held. Nun, ich habe eine Überraschung für euch. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Die Truppen der Schlange greifen an. In Bewegung. Rücken aus. So, es läuft alles. Es läuft, es läuft, es läuft. Also, das Ding wird wahrscheinlich 2 Stunden gehen. Aber davon bin ich ausgegangen. Tobi hat dazu geschrieben, zur Mission, dass sie lang geht. Deswegen bin ich schon zwischen 2 und 3 Stunden ausgegangen. Bin schon mal froh, dass keine 3 werden. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen. Oh, alle mal rauf. Verteidigt den Stein. Verteidigt den Steinbruch. Gott, wie viel. Was zur Hölle? Okay, das könnte unangenehm werden. Das ist eine reine Kompanie Armbrustschützen und Pickin. Oh Gott. Die Schlange weiß, was gut ist. Shit.
passen halt auch, weil die wegen den gleichen Helmen passen, die so schön optisch zueinander. Ich mag die Kombination einfach. Erledigt! Achtung! Waffen geschultert! Pikiniere sind schon eher ein Problem. Sind auf dem Weg. Aber wird schon werden. Sehr gut. Achtung! Bereits eure Lordschaft. Schlange wird weiter bearbeitet. Wir benötigen Steine. So gut. Bitte warten. Ihre Schlange wird bearbeitet. Eine Botschaft der Schlange. Ja, nicht schon wieder. Ich kann euren Anblick nicht mehr ertragen. Das nächste Mal habt ihr nicht so ein Glück. Glück, sagt er. Gut, ich hatte Glück, dass bis jetzt noch kein Feuer mehr ausgebrochen ist. Also wenn jetzt als auch. Ich habe zwar ein paar Brunnen, aber das hilft mir einen feuchten Kehrig, wenn der das selbst das drin werde ich kaum löschen können. Aber gut, ganz ehrlich, das Ding, was ich jetzt hier frei habe, nutze ich mal dafür, dass ich meinen Brunnen hier mache. Aber ansonsten, ey, das ist ja, das ist total. Wenn hier ein Feuer ausbricht, bin ich komplett lost einfach. Das drin wird schwer zu beschützen sein. Jetzt vielleicht so ganz knapp, aber das draußen wäre alles verloren. Da wird der eine Brunnen hier nicht viel bringen. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte. Ich habe zum Glück Reserven. Deswegen produziere ich extra mehr. So, Schlange, wie schaut's aus? Hast du noch mal was für mich? Und Speicher. Oder darf ich jetzt angreifen? Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Vorwärts! Warte auf die nächste Lieferung, da würde ich hier mal einen großen Turm hinmachen. Auch nochmal mit einer Balliste. Dann habe ich nämlich noch eine Balliste, die darüber schießen kann. Gut, ich meine, ich könnte auch eine Mange einsetzen. Aber Mangen hat man rein theoretisch, was Technologielevel angeht, erst sehr spät. Und zwar, okay, Ballisten hat man auch erst beim Schwein. Und zwar hier beim Bergpass. Aber Mangen gab es wirklich erst beim Wolf. Rein theoretisch war ich sehr früh dran mit meinen Ballisten. Ah, kann man mal ein Auge zudrücken. Kriege ich jetzt bald mal Stein? Dankeschön. Die Steinvorräte sind. Zwei Lieferungen müssen genau reichen. Perfekt. Und los! Im Laufschritt! Ach, der Priester will gerade den Holzfäller segnen. Mein Herr, in Bewegung. Weißt du, Holzfäller. Komplett out of Werkzeug. Keine Werkzeuge mehr da. Ruft so, ich brauche Segen. Und da kommt so ein Priester vorbei. Ich gebe dir Segen, mein Sohn. Sire. Nein, Segen. Eure Befehle. Unerreichbar. Rücken aus. Okay. Gehen wir mal rüber. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Und Speicher. Ja. So, mal ran und Schlange wird mal angegriffen. Wir finishen ihn vielleicht noch nicht. Obwohl, eigentlich sind wir jetzt relativ soweit. Gerade noch das mit der Freilassung des Königs. Das Lösegeld muss jetzt auch schon vorbei sein eigentlich, weil das jetzt auch eine Weile her ist. Rücken aus. Ja, die Schwertkämpfe des Wolfs wurden ja auch schon abgewehrt. Eigentlich fehlt nicht mehr viel bis zum Ende der Schlange. Bereit. Bogen gespannt. Die Hauptstadt macht das Wolf, sollte ja nicht eintreffen, laut Story. Visiere an. Bogenschützen bereit. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Okay. Mein Bogen Ziel ist angepeilt. Pfeile bereit. Wohin gehen wir? Mal aufbuddeln bitte. Und alles bereit machen. Ah, jetzt kommen mal die Harnische. Har. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Wolfs, die auf uns zumarschiert. Ich bin immer noch ein bisschen von der Chronologie verwirrt. Das soll das jetzt schon die Hauptarmee sein, die uns doch erreicht? Aber das wäre dann keine große Truppe, das wäre dann wirklich dann die ultimative Streitmacht. Deswegen glaube ich da weniger. Womit kann ich dienen? Mein Herr? Dran.
sind auf dem Weg. Ich bin mir darauf vorbereitet, die Ratte zu killen. Dieses Mal werde ich. Ach nee, nee, hä? Nee, jetzt kommt die große Truppe. Ah ja, nachdem man mich unterschätzt hatte. Jetzt kommt erst der. Okay, dann sind wir gar nicht so weit, wie ich dachte. Dann warte ich mal noch mit der Schlange. Tut mir leid, ich war zu schnell. Okay, Schlange, nochmal zurück. Wir machen das nochmal. Liegt da schon so blutig am Boden, ne? Okay, du kannst dich wieder hinsetzen. Das kommt erst später. Es werden Waffen zur Stelle. Toll, weil das trifft nicht mal. Na gut, das ist schon mal kein Wegweiser, kein Buch. Oh, Ritter. Aber diesmal habe ich Armbrustschützen, hä? Das hilft ihm, glaube ich, nicht viel. Ah, vielleicht kriege ich ihn doch vorher abgeschossen. Oh, der geht auf meine Bogen. Sowohl die Bogenschützenkämpfe mögen es gerne tanken. Lieber als die Farm. Was ist ein Menschenleben wert, ne? Also schon mal weniger als eine Farm. Oh, kein Wunder, dass nichts mehr reinkommt. Ich habe kein Holz mehr. Holzer. Ich glaube, ich habe auch gar keine Holzfäller mehr. Ihr könnt das nicht dort. Aber mal hier nochmal ein bisschen. Ah doch, ich habe welche, aber die, die hacken aber nicht schnell genug. Zu viele Harnische und ich kann die Harnische leider nicht verkaufen. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig agieren, bevor das Vorratslager leer läuft. Und dann muss ich die zwei Harnischmacherinnen da draußen wieder entfernen. Fachgerecht. Okay, ich meine, es wird. Die Burg wird auch. Alles wird gut. Den Wolf, den bombardiere ich dann schön. Wie Wolf hat er wirklich schon erste Verwundungen hier hat. Was verwundert. Da fehlt nur noch ein Stein, ey. Relativitätstheorie ins Gesicht. Nennt euren Wunsch. Wollt ihr mir gerade wirklich sagen, dass alle Lanzenträger, die ich hatte, von diesen einen Bogenschützen getötet wurden und einfach alle stillgestanden sind? Ihr könnt auf uns zählen. Schleiche ich mal durch und mach den mal weg. So. Ich glaube, der hat wirklich alle abgeschossen hier. Ein Barde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Freiheit, Stopppunkt, genommen. Freiheit, Chanzo. Harnisch zum Lager arbeitet. Dann werde ich hier. Dann mache ich so, dass die da draußen bleiben, aber hier werde ich jetzt Rüstungsproduktionen machen. Geht zur Arbeit. Dann lassen wir doch mal sehen. So. Gerade Big Tech in der Nutshell, ne? Also alle Tech-Unternehmen gerade, die ja gerade massenhaft Leute entlassen, also durch die Bank weg, ne? Geht zur Arbeit, ne? Das wollen wir doch mal sehen. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Achtung, zur Stelle! Wohin gehen wir? Kann auch sein, dass die Holzfäller waren oder sowas, die weggehakt haben. Ich glaube, es waren hauptsächlich der eine Bogenschütze, der alle nacheinander abgeknallt hat. In einer Reihe. Mein Bogen ist euer. Also Schlange, willst du dir jetzt mal bald bitte
den Apus Gratzus machen. Ich frag nur. Achtung, Achtung. Und marsch. Oder den Aptus Gratzus von mir aus. Bin ich auch zufrieden mit. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Keine Bange, Schlange an der Wange. Eine Botschaft der Schlange. Hier schon wieder. Ganz schön ausdauernd, muss ich sagen. Danke, danke. Allzeit bereit. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. So, jetzt brauche ich natürlich auch Eisen. Und jetzt würde ich gerne mal auf Beginiere umswitchen. Eine Botschaft des Schweins. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Die Truppen des Schweins greifen an. Ui, die kommen jetzt doppelt. Das könnte ein bisschen Aua machen. Das könnte wirklich Aua machen. Das ist eine Menge. Achtung! Sire, vorwärts! In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Achtung! Waffen geschultert! Ui! Also jetzt hätte ich da wirklich gerne Mangel. Ich glaube, ich mache hier wirklich noch einen weiteren Ring nach vorne raus. Oh Mann, das sind meine Angriffslanzenträger. Okay, okay, okay. Das ist zu weit. Ja, dann werde ich die Schlange wohl mit Pikinieren finishen müssen. Okay, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen. Ja, stimmt, dieser Schweinangriff, das müssten jetzt die Hilfsangriffe vom Schwein sein, um die Schlange während das Ende der Schlange quasi zu befreien. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir die Schlange killen. Okay. Dann ist ja gut. Machen wir noch die Zinnen fertig. Und dann würde ich mich um noch einen weiteren Ring kümmern, weil ich glaube, spätestens bei den Wolfsangriffen werde ich noch ein bisschen mehr Puffer brauchen. Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Das Feuer gnadet euch, my lord. Ich habe eigentlich genug Geld. Ich kann erstmal ein bisschen unterschalten. Eine Botschaft der Schlange. Lasst mich am Leben, euer Gnaden. Es handelt sich um ein Missverständnis. Okay, jetzt sollte ich ihn wirklich killen. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Jetzt habe ich aber niemanden mehr. Eine Botschaft des Schweins. Nein! Das Schwein verliert nie! Niemals! So, jetzt hat... Eine Botschaft des Wolfs. Ihr werdet keine ruhige Minute mehr haben. Wieder sauer auf mich. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Und los! Und marsch! Ja, bitte. So, Schlange, ich bin da. Weiter. Dauert nicht mehr lange. Jetzt ist wirklich Endstation angesagt. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Kann ich dienen? Jawohl. Schlangensterbenachricht haben wir schon gehört. Die hat er im Voraus bezahlt.
Die hat er schon eingereicht. Der wusste schon gleich Bescheid, als die Ratte gestorben ist, dachte sich, okay, ich nehme die schon mal auf und schicke die schon mal vorbei, da weiß er schon mal für später Bescheid. Fand ich erst sehr, sehr entgegenkommend von der Schlange, muss ich sagen. Das war... Wenn jeder nur so einfühlsam wäre, ne? Als nächstes ist das Schwein an der Reihe. Nächstes kommt das Schwein. Das geht mir auf den Leim. Ich mach mal ein Katapult. Aber da würde ich auch gerne mit dem Belagerungsturm ran. Klappt zumindest besser als beim... Nö, nicht unbedingt besser. Beim Wolf klappt das auch super. Belagerungsturm ran und Spaß. Aber gut, die hinteren Türme würde ich ihn gerne mit Tribocken zerschießen da. Aber da vorne würde ich gerne mit Belagerungsturm ran und rein. Dann zerschieße ich das Schwein einfach noch ein bisschen. Das ist nämlich etwas, was wir bei das Ende des Schweins nie machen konnten. Warum auch niemand auf die Idee gekommen ist, das Schwein mal mit zu beschießen. Nee, wir müssen es immer stürmen. Ein Typ, der hier Feuerteufel in Person ist und alles mit Pechfallen zuschüttet. Den wollen wir stürmen. Jawoll. Sogar ein paar Kühe übrig. Katapult bereit, Mylord. Ich hab voll den hohen IQ. Achtung! Waffen geschultert, mein Herr. In Bewegung. Soll ich sagen, räumen wir doch mal ein bisschen. Unerreichbar. Katapult bereit, Mylord. So gut wie erledigt. Wutz. Oh, ich hätte beinahe den Käsetypen erwischt. Eure Befehle? Beinahe Richard im Blut gehabt, so ein bisschen. Aber es hätte dann jetzt mein eigener Käselieferant sein sollen. Rücken aus. Das ist leider nicht möglich. Bogenschützen. Aua, die gehen alle drauf. Aber gut, die Bogenschützen sind jetzt eh gerade nur. Schießt ihr lieber auf die Bauern da gerade? Ist das euer Ernst? Mein Bogen ist Bogen gespannt. Mein Herr, das ist leider nicht möglich. Eure Befehle? Das ist leider nicht möglich. Das ist leider nicht möglich. Bin zur Stelle. Das ist leider nicht möglich. Das ist leider nicht möglich. Das ist leider nicht möglich. Ja, das ist leider nicht möglich. Bogenschützen unerreichbar. Okay, zurück mit euch. Ist euer, mein Herr. Ei. Achtung! Hm. Ja, es gibt eh keine Produktion, die ich unbedingt erreichen sollte, ne? Ich mach trotzdem in die Richtung. Ach Mensch, guck mal einer an. Ich bin gerade im Überlegen. Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ich bin mit dem König zurückgekehrt und gemeinsam haben wir eine weitere Grafschaft zurückerobert. Wunderbar. Eine Botschaft des Schweins. Shit. Wie wollt ihr sterben, falls euch nichts einfällt? Nein, jetzt habe ich das falsche Zurücksetzen gemacht. Ich wollte es doch nur so. Ich wollte es doch nur so. Oh mein Gott, ich habe meine Truppen ja noch hier. Shit! Lauft!
Tatütata. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Hi, es werden Waffen nötig sein. In Ordnung. Hä? Achtung. Jetzt. Vorwärts, Pikeniere. Da sind ein paar Leiterträger dran, aber ich muss. Oh, das tut schon echt weh. Muss ich gestehen. Da kommt schon der erste Bocki. Bocki der Erste. Wir benötigen Steine. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist teuer. So, hier erwischt es hoffentlich alle größtenteils. Achtung! Hi. Sehr gut. Wir benötigen Gefahr, my Lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins wird bald hier eintreffen. Wir werden ihm auch ständig Schweine in den Weg gelegt, ey. Die Truppen des Schweins greifen an. Wenigstens noch ein bisschen Produktion in der Richtung. So. Wir benötigen Steine. Dann möchte ich mal ein paar von diesen Türmen tatsächlich haben. So, Burg wächst tatsächlich so schön organisch langsam. Finde ich irgendwie cool. Ja, auch nach den Anforderungen ein bisschen. Nach den Anforderungen der Kommission. Hi. Es werden Waffen benötigt sein. Ich fürchte mich, mein Lord. Das Volk huldigt. Allzeit bereit. Okay, läuft aber soweit noch. Das wird aber schon. Das sind wirklich mal Massen vom Schwein, wie ich es auch vom Schwein erwarten würde. Und was macht die hier eigentlich alle? Könnt ihr mal bitte aufhören, hier einfach als freies Ziel herumzustehen? Ohne Scheiß, ich bräuchte dich mal hier oben. Na, jetzt müsste der Turm kaputt gehen, wo die hochgehen, ne? Es tut schon weh. Es tut wirklich schon weh. Ah, jetzt weiß ich, was so weh. Der schießt weiter auf die Ratte drauf. Das ist jetzt die Rache. Der rächt sich jetzt, ich sag's euch. Ah, es ist. Das waren halt die ganzen Baumeister noch, ne? Eine Botschaft von eurem Informanten. Wir setzen unseren Marsch fort und haben eine weitere Grafschaft zurückerobert. Wunderbar. Oh, natürlich ist es wieder kaputt. Mann! Eine Botschaft des Schweins. Ah, so langsam kriegt der Schiss. Dann würde ich sagen, ziehen wir auch ein bisschen an. Ihr könnt Gefahr, my Lord. Oh, shit. Einen Moment, so war das nicht geplant. Ich bräuchte ein paar Käsefarmen mehr. Oh, stimmt, die könnte ich auch hier oben platzieren. Ich würde nämlich gerne ein paar Kühe werfen können. Sitz und Fall bauen, wirklich. So. Die Truppen des Schweins greifen an. Im Laufschritt. Danke, Schwein, das ist erfolgt. Achtung! Katapult bereit, my Lord. Katapult bereit, my Lord. Da
Katapult bereit. Das hat nicht getroffen. Nicht so, wie es sollte. Darf's noch etwas rein? Katapult bereit. Ja, das ist ein bisschen besser. Also gut, das klappt letzter Gefahr ein bisschen schlimmer, ich fast das Gefühl. Es werden Waffen benötigt, bereit zu rufen. Und Marsch! Flieht, Katapulte, flieht! Jetzt wird schon bald zurückgeschlagen. Mit der Rückhand. Holt eine Kuh. Alles klar. Das haut eigentlich sehr gut hin im Verhältnis, ne? Mach ich aber nur eine Fallmacherei. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Es werden Waffen benötigt, Sire. Zur Stelle! Ich will doch nur Steine haben. Von eurem Informanten. Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert und unsere Zahl steigt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Botschaft des Schweins. Was ist hier los? Das ist nicht gut. Ja, es wird langsam eng, ne? Liebes Schwein. Schultert die Waffen. Auf dem Weg. Schwein. Oder nicht Schwein. Oh Gott. Nochmal Schwein. Okay, ich hab's verstanden. Ich hätte gern mehr Mumu. Wer hätte das gerne nicht, ne? Das ist, Wir benötigen Steine. Katapult bereit. Jetzt möchte ich aber das hier kaputt machen. Nein, das möchte ich jetzt... Bin ich sogar beschossen hier? Oh, Momentchen. So, alles klar. Die letzten Weihnachtsgeschenke kamen eben an. Stimmt. Oh, die haben alle verfehlt. Ist das euer Ernst? Ich möchte doch richtig schön... Wisst ihr, wie gut ein Feuer hier wäre? Ohne Scheiß. Das ist aber... das ist gut. Das ist... Okay, das hat jetzt richtig... Alter Falter, ich habe fast alles gekillt. Die ging leider daneben, aber ich habe da richtig viel... Gut, es waren fast alles Lanzenträger. Aber trotzdem. Das hat ja mal reingehauen. Ungehindert, ja genau. Ich halte ja die ganze Zeit die Front gegen die Hölle. Also das ist jetzt mal wirklich eine Masse vom Schwein, wie sie auch tatsächlich zu seiner Beschreibung passt. Von wegen ist eine riesige Menge und Truppeneinsatz. Das ist nämlich wirklich Wahnsinn. Also wenn man das mit einer Ratte und einer Schlange vergleicht, das ist das wirklich Wahnsinn. Was hatte ich eigentlich erwartet? Ich kann das halt auch nicht wirklich schützen. Das ist ein gewaltiges Heer des Wolfs wird bald hier eintreffen. Jetzt kommt der Wolf. Sollte ich nicht eigentlich schon das Schwein erstmal besiegt haben? Wolf, bitte halte dich ans Skript. Wie können wir helfen? Eine Botschaft des Wolfs. Ich werde euch töten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich komme halt auch wirklich dazu, jetzt angreifen zu können, ne? Ich glaube, jetzt muss ich wirklich halten. Waffen geschultert! Achtung! Bereit, eure Lordschaft! Ich werde doch bestimmt wieder zurückgehen, ne? Ich kenne euch doch. Eigentlich hätte ich da
Das ist aber nichts. Das finde ich jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Weil die Schwertkämpfer kriege ich locker hin. Die Bogenschützen könnten. Vielen Dank, aber es hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe erst kurz vor der Aufnahme gefuttert. Selbstgemachtes Gyros. Hahaha. Tschüss, Bessie. Hui. Ja, hätte besser sein können, aber es war in Ordnung. Ich war von den Baumeistern erwischt, ne? Nee, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, keine Rüstung mehr, kein Eisen mehr. Was wünscht ihr? Vorwärts, nicht in die Reihe. Auf dem Weg. Katapult bereit, Mylord. Achtung! Jetzt wollte ich gerade das Eisen aus rein. Aus reinem Reflex wollte ich jetzt meine, weil das Eisen bekommt, wenn ich denke, boah, so viel Eisen drin. Vielleicht habe ich so viel gekauft, dass ich eine Weile meine Ruhe habe. Mann. Danke für den Hinweis. War es nämlich nicht. Das sind noch Gegners. Ich mag keine Gegners. Zur Stelle. Im Laufschritt. Vielleicht kriege ich die Burg sogar noch irgendwann mal vollendet. Schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Was ich mal einfach hier noch einen weiteren Abschnitt. Das reicht. Wir haben nicht genügend Steine, mein Lord. Gott verdammt. Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer des Wolfs wird bald hier eintreffen. Was hatte ich mir überhaupt die Illusion gemacht? Dass ich mal das Schwein angreifen könnte. Und gut, jetzt hätte ich mal zwischenzeitlich ganz kurze Zeitfenster gehabt, ne? Ihr könnt das nicht dort. Eine Botschaft des Wolfs. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir. Die sind ja immer noch hier. Das war das Problem. Ich erinnere mich. Die Truppen des Wolfs greifen an. Katapult wird bewegt. Katapult wird bewegt. Ja, das sind ein paar Leute. Das Vieh ist bereit. Katapult bereit, Mylord. Ja, das haut ganz gut rein. Das hat zumindest schon mal sehr gut Verletzungen verursacht. Aber das sind bei Leuten, die eh schon bei den Armbrustschützen One-Shot sterben. Ja, bei den Armbrustschützen ist es schon mal besser, ja. Dass sie schon mal ein bisschen Vorschaden nehmen. Katapult bereit, Mylord. Katapult bereit, Mylord. So, das reicht erstmal in Schwächung. Danach würde ich gerne mal wirklich ein bisschen was Offensives tun. Oh, Ritter. Okay, die werden zum Glück abgeschossen. Brunhilde Ölbinder, alles klar. Waffen geschultert.
Endlich wird mir mein Steinbruch in Ruhe gelassen. Ich glaube, das war wirklich das Entscheidende. Und Marsch! Achtung! Da kommt jetzt meine Mange drauf. Die hätte ich jetzt wirklich gerne. Belagerungsgeräte bemannt. Wir benötigen Steine. Vorwärts! Katapult bereit, Mylord! So, nur Papa ist da ein einziger Bogenschütze. Komm, den machen wir mal weg. Und dann mache ich jetzt endlich mal das Schwein restlich kaputt. Wir stecken, sind hinterm Zeitplan. Ich glaube, das Schwein sollte schon tot sein, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Schwein, was sagst denn du dazu? Nein! Nein, sagte das Schwein. Katapult wird bewegt. Das gibt's doch nicht. Katapult wird bewegt. Katapult bereit, my lord. Dann ebenso. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hauptsache, ich krieg das den Turm kaputt. Ach nee! Ein gewaltiges Heer des Wolfs wird hier eintreffen. Ich mache hier gleich einen Tribok hin, ey. Ich sag's euch. Apropos, wir fangen schon mal an beim Wolf. Euer Gnaden. Sire. Ich kann doch hier bestimmt treffen irgendwie. Eine Botschaft des Wolfs. Eure Zeit ist um. Sprecht euer letztes Gebet. Um die Dumm. Es werden Waffen geschultert. Wir benötigen die Truppen des Wolfs greifen an. Ach ja. Ist schon halb verwest. Truppen des Wolfs ist schon halb verwest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ver... Ja, okay. Das hat ganz gut gewirkt, würde ich sagen. Schieß. Wir benötigen Steine. Darf's noch etwas Rind sein? Noch ein paar mehr, bitte. Ja, ja, ja. Gut, ist jetzt nicht ganz so effektiv wie in Folge gewesen. Ich habe jetzt nicht... Ah, das hat... Wir benötigen Steine. Das hat gut gesessen, würde ich sagen. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Wir benötigen Steine. Komm, da... Ich habe noch... Oh, da kommen noch Ritter. Wir benötigen Steine. Bin zur Stelle. Wir benötigen Steine. Ja. Die sollten nicht mehr viele Lebenspunkte übrig haben. Und dieser eine Kacktunnelbauer ist ernsthaft. Jawohl. Sind das Katapulte von der Schlange? Okay, das war gerade ein schön komödisches Element. Gerade die Katapulte ansprechen. Also, du kannst auch gerne mal den Turm treffen, Junge. Oh, die kommen ja trotzdem einfach durch. Mann! Jetzt aber, oder? Das kann doch nicht sein. Ich habe nie meine Ruhe hier. Hm? Achso, fein zu nah. Ha! Der Feind rammt unser Torhaus ein. Flugbahn ist berechnet. Feind rammt unser Torhaus ein? Wo? Oh. Komm her, noch mehr. Nein! Auf dem Weg. Konstruieren Belagerungsgeräte. Geräte? Wir geben unser. Hm. Ja, von mir aus wo? Oh, das ist... Warum greift ihr den denn nicht an? Ihr könnt ihn doch nicht einfach machen lassen, was er will. Der... Achtung und los, Sire.
Waffen geschultert. Wahnsinn, ey. Lassen die Bocki einfach seinen Notgeilheit ausleben. Na, ich gönn's ihm auf gewisse Art und Weise, aber nicht an mir. Von da ganz rechts irgendwie ein bisschen besser, wenn da weniger Steine. Steine sind trotzdem mehr im Weg, ne? Na. Wir benötigen Steine. Es werden Waffen benötigt. Eure Lordschaft. Okay. Wir benötigen Steine. Gefahr, mein Lord. Ja, nice. Ein gewaltiges. Nochmal, das hört halt auch noch nicht auf. Wolf, du willst jetzt gerade richtig wissen. Und Speicher. Geschultert. Ei. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir benötigen Steine. Aber wisst ihr was? Das versuche ich nochmal. Ich brauche mehr Kühe. Ohne Scheiß, ich brauche mehr Kühe. Viel mehr Kühe. Nein. Kühe. Das waren keine Kühe. Du bist vielleicht auch eine, ja, aber dich kann ich nicht werfen. Tut mir leid. Das hat rechtliche Konsequenzen. Wir benötigen Steine. Hau. Nein, ich möchte doch nur hierher werfen. Mach's gut, Bessie. Wir benötigen Steine. Das Vieh ist nein. Katapult wird bewegt. Ja, das ist schon mal gegen die Gepanzerten sehr gut und die anderen sind eh relativ schnell down. Darf's noch etwas Rind sein? Ja, die Pikiniere wurden schon mal sehr gut verletzt. Wir benötigen Steine. Kühe machen einfach zu viel Spaß. Ich habe das viel zu lange nicht gemacht. Ich habe doch eine Mange, ne? Mange? Tu mal dein Mangending. Oh, hi. Oh, nö. Ausweichkurs. So, jetzt muss ich aber wirklich mal das Schwein killen. Ich habe hier eine Erwartungen zu erfüllen. Bist du eigentlich immer noch Brunhilde? Ne, jetzt ist es mit der Mathilde Winzere. Oh Gott, da ist sogar ein Tribok. Oh nein, die Torpedos sind abgeschossen. Das könnte wehtun. Das könnte richtig wehtun. Ich glaube, ich krieg die auch nicht rechtzeitig kaputt. Warte, ich glaube, ich hab's rechtzeitig gut bekommen. Da kommt jetzt noch 20.000 Schwertkämpfer, was ist denn da los? Ein unmögliches Ziel ist notiert. Konstruieren Belagerungsgeräte. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Was soll konstruiert werden? Sie aber alle von da kommen. Ah, stimmt, hier drüben eigentlich alles soweit gechillt. Ich versuche mal da ein paar Kühe reinzuwerfen hier und da. Oh, die war ja gut. Hi, Steine. Das könnte wirklich fast alle erwischen hier. Oh, schade. Kann ja nicht jede Kuh sitzen. Die meisten Kühe stehen, ja.
Ja, gut, auch gut genug, würde ich sagen. Kommen wir halt einmal nach und machen wir hier. Nee, nicht das Vieh, sondern Steine, bitte. Wenn ich diesen Turm hier weggesnipert bekomme, dann wäre das mit dem Andocken auch leichter. Eine Botschaft des Wolfs. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeute andockne. Oh, nice. Ah, oh, das Tor auf. Dann kann ich einfach jederzeit rein. Muss ich mich bloß um die Armbeschützen da kümmern, aber das sollte schon funktionieren, so nebenbei. Doch, es funktioniert doch. Die Ritter hier loszuwerden wäre mir auch ganz lieb, muss ich sagen. Genau, danke. Einmal fette Steine ins Gesicht. Tribok bereit, Sire. Darf's noch etwas Rind sein? Ui, die war perfekt. Die war wirklich perfekt. Ein oder zwei überleben es wahrscheinlich, oder? Ja, zwei. Okay. Ah. Schon wieder kein Eisen mehr? Tatsache. Tribok bereit, Sire. Tribok bereit, Sire. Hm. So guten Teil treffe ich leider nicht. Bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Irgendwie ist dieser Platz da unverwundbar. Das Gebäude an sich, wenn man es trifft, nimmt Schaden, aber der Platz davor nicht. Tribok bereit, Sire. So, ich glaube, wir haben genug Ritter ausgeschaltet. Ah, jetzt ist Flugbahn der Platz mal weg. Ist berechnet. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Den Turm kriegen wir auf jeden Fall noch down. Und dann würde ich sagen, ist der Wolf genug. Jawoll. Oh, ich glaube, da könnte ich auch noch eine richtig geile Kuh reinhauen. Oder zwei. Oh ja, die war gut. Ja, ein bisschen weiter rechts, bitte. Die war auch sehr gut. Okay, jetzt habe ich wirklich Zeit. Ich glaube, ich könnte jetzt vielleicht wirklich mal angreifen. Wie lange dauert es? Bis der letzte Angriff kommt, dauert es auch nicht mehr so lange. Eigentlich könnte ich noch bis dahin warten, bevor ich das Schwein erwische, oder? Vom Schwein kam jetzt auch ewig keine Nachricht mehr. Ich glaube, das Spiel will, denkt schon, dass ich tot sein sollte. Also das Szenario, sagen wir es mal so. Okay. Das war so nicht geplant. Geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Hi, es werden Waffen benötigt, Sire. Ich meine, ich könnte ja auch wahrscheinlich, wenn ich es drauf anlegen würde. Ja, wenn man es wollte, man könnte ja wirklich Türme machen mit Mangen drauf. Und zum Wolf rüberschießen, dann wäre das Ganze sowieso GG. Aber das lassen wir mal. Wir benötigen Steine. Mm, noch ein paar Kühe, bitte. Bereit, Sire. Mach's gut, Bessie. Los Muos. Oh, jawoll. Wir benötigen Steine. Oh, der war auch gut. Oh, es hat uns alle erwischt. Nice. Wir benötigen Steine. Der Ritter hält auch nicht mehr lange. Tribok bereit, Sire. Wir benötigen Und du machst auch nochmal in die Richtung. Ist schon halb verwest. Ah, da hat man eine Apotheke in der Nähe. Und hat er. Ja gut, der Ritter hat es noch knapp überlebt. Bloß weg zur Stelle. Mach's gut, Bessie. Nein, nicht sofort heilen. Na, oh, okay. Das ist einer der wenigen Augenblicke, wo sich der Apotheker jetzt mal wirklich gelohnt hat. Ohne die Heilfähigkeit. Verzeihung, Sire. Spiel gibt mir jetzt extra noch mal eine Ruhe vor dem Sturm, kann das sein?
Das ist ja schon echt der Hammer. Ja, komm. Ja, dabei kann man es fast belassen, beziehungsweise vielleicht hätte ich gerne noch irgendwo anders einen Turm, einen weiteren, aber so ist es eigentlich in Ordnung. In Ordnung. Im Laufschritt. Und Marsch. Die zwei Bogenschützen hier möchte ich auf jeden Fall abgeschossen haben, bevor ich da stürme. Weil wenn es wirklich dem Schwein aus der Kampagne nachempfunden ist, könnte es sein, dass hier das ein oder andere kleine bisschen Feuer entfacht wird. Okay. Vorwärts. Hä? Da ist noch einer! Oh Gott, wenn der jetzt mir noch was zerschossen hätte, ey. Okay. Werdet mir mal die Gegner los und dann stürme ich mal die Bude. Achtung! Es werden Waffen geschultert! Zu Diensten! Wie gesagt, beim Wolf würde ich dann mit dem Belagerungsturm raufgehen. Einmal dann hier komplett säubern. Das dann zu Ende bringen. Sollte gehen. Es werden Waffen benötigt, Seiler. Es sind schon wieder die ganzen Holzfäller kaputt gemacht worden, ne? Kein Wunder, dass da wieder kein Holz reinkommt. Längst sind wir jetzt eigentlich bei... Oh, seit knapp über 2 Stunden dabei. Okay, alles klar. Dann wird es Zeit, dass jetzt langsam mal das Finale kommt. Bereit, eure Lordschaft. Ladet nach. Mhm. Es wird, es wird. Kurzer Prozess. So gut wie tot. Sie sind Geschichte. Zur Stelle. Feuer! Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Schultert die Waffen. Vorwärts, Legionäre. Wir haben immer noch die Ruhe vor dem Sturm. Die möchte ich gerne nutzen. Ich meine, ich könnte den Bergfried ausnutzen. Ich meine, das wäre schon wirklich Wegweiser-Camping. Okay. Ganz sauber war diese Aktion mit den Kühen auch nicht, aber komm, das hat zu viel Spaß. Das war so geil einfach nur, dass das Oh. Was wünscht ihr? Achtung! Hi. In Ordnung. Das war wirklich schon Katapult-Pornografie, ey. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Ordnung. So, einmal rauf und wegpieksen, bitte. Zu Diensten. Schultert die Waffen, Stier. Hi. Auf dem Weg. In Ordnung. Da wird keine Chance gelassen. Die Jäger schießen da auch noch hoch. Okay. Schwein ist down. Dann werden wir den letzten Angriff des Wolfs noch abwehren. Da bereiten wir uns jetzt drauf vor. Danach sollte eigentlich die Bahn frei sein. Obwohl, vielleicht wiederholte Angriffe können auch noch kommen. Das hatten wir beim letzten Szenario gehabt, dass dann noch welche waren. Hier hätte ich noch gerne einen weiteren Turm, auch mit einer Mange drauf, der auch in die Richtung schießt. Dass ich da ein bisschen weiter das aus... Diesmal lasse ich es mal... Wenn ich Katapulte einsetze, dann wirklich um zum Verteidigung hier zu schießen, in der Richtung. Ansonsten... Pech. Warum? Da setzt man nicht mal selbst Feuer ein. Ah, Mist! Weil ich kein Pech kaufen kann und, glaube ich, auch keins abbauen kann. Okay, so schnell ging das doch wieder. Flöten die Idee. Sire, im Laufschritt. Waffen geschultert. Euer Gnaden.
Gebt uns eine so. Haben wir zwei Mangen, die in die Richtung dann schießen. Das sollte dann auch schon mal ganz gut was machen. Ich glaube, es kommt nur noch der eine große Angriff, nehme ich mal an, ne? Oh, das wird dann aber wahrscheinlich wirklich der Angriff, TM. Ich hätte eigentlich schon gerne noch Produktion hier, ne? Das ist das hier. Ich gebe es schon. Oh mein Gott, habe ich viel Getreide. Stellt mal kurz bitte ein. Das muss eigentlich alles mal verbraucht werden. Würde ich hier noch eine Mühle reinbekommen irgendwo? Da hinten. Oh ja, gut, besser als gar keine. Passt. Machen wir noch eine Mühle, dann geht es schneller. Könnte ich nämlich noch mehr Waffenproduktion hier reinmachen, vor allem für Pikiniere. Werden wir für die Offensive brauchen. Hier müssen wir noch ein bisschen reparieren. Ansonsten muss ich sagen, ja, kann sich die Burg langsam sehen lassen. Eure Lordschaft. Achtung, zur Stelle. Unerreichbar, Sire. Achtung und Marsch und los. Ja, Wolska. Ja, mittlerweile dauert die Mission echt ein bisschen an. Huff. Aber hey. Da haben wir jetzt echt dafür, dass man mit dieser Holzpalisade, wenn man wirklich mal so einen Kopf Revue passieren lässt, was in den letzten 2 bis 2,5 Stunden passiert ist, ne? Wie wir es mit so einer kleinen Holzburg angefangen haben, mit dem Allernötigsten und uns so jetzt ausgebaut haben. Und dieser langsame Fortschritt, das hatte schon irgendwie was. Ach stimmt, euch habe ich auch noch. Geht mal weg. Baue ich mit in der Defensive. Defensive. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitshalle. Hi. Es werden Waffen benötigt. Jetzt kommen natürlich sehr gut Rüstungen rein, da müssen wir auch noch ein bisschen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitshalle. Piken ausgleichen. Was wünscht ihr? So, alle Mann rauf! Wir müssen den letzten Angriff überleben. Danach geht's absolute Defensive. Ja, die bleiben auch mal wirklich. Jawohl. Die bleiben mal wirklich auf Bereitschaft, um. Wölfische. Die Stange hat immer noch eine Frau, die hier rumläuft. Um jetzt alle möglichen Belagerungsgeräte wegzupieksen. Ja, jetzt müsste bald der letzte Angriff kommen. Ich spare mit dem Wolf noch auf bis dahin. In Ordnung. Man will ja ressourcenvoll sein. Ach komm, der eine Tribok darf mal die eine oder andere Kuh schießen. Denn er ist ja noch hier aufgestellt. Der kann ja auch schwer weg, ne? Wir benötigen Steine. Bis dahin vergnügen wir uns hier noch ein bisschen. Ui, guter Treffer, sehr guter Treffer. Wir benötigen Steine. Darf's noch etwas Rind sein? Ich könnte auch hergehen und seine Gärten fokussieren, dass er Kampfkraft verliert. Schießen seine Armbrustschützen weniger stark. Stimmt! Das zählt er dann auch für seine Angriffstruppen. Ja, natürlich. Komm, machen wir mal die Gärten kaputt. Operation Entgattung hat begonnen. Flugbahn ist berechnet.
Tribok bereit, Sire. Nur die Harten bombardieren den Garten. Konstruieren Belagerungsgeräte. Sein, dass ich jetzt die Steine hier entfernt habe? Tribok bereit, unsicher. Sire. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Sire. Nicht auf die Kathedrale. Die Gärten sind das Wichtige. Das gibt ihnen die Moral. Die sehen die Blümchen und wissen, dass es was gibt, wofür es sich zu kämpfen lohnt. So nicht. Orchidee wohl eher euch, Ade. Kommt, jetzt triffst du doch wohl mal. Es ist doch nur ein Garten. Aber er hat schon 2 Punkte verloren. Das macht natürlich auch seine Truppen für den Angriff schwächer. Oh Mann. Wir benötigen Steine. Ja komm, schieß einfach so ran, du wirst schon was treffen. Ja, wir geben uns. Jetzt hat er getroffen, das ist doch schon mal nicht schlecht. Flugbahn ist berechnet. Verdammt. Das sind nur noch 2 Punkte. Also wir haben auf jeden Fall schon gut was reingeholt. Achtung! Es werden Waffen benötigt. Es werden Rekruten. Das heißt, unsere Pikiniere sind im direkten Kampf auch ein bisschen. Gut, ich könnte jetzt auch. Nee, andererseits, ich hätte jetzt gerne noch Waffen produziert. Jetzt zu sagen, ich gehe auf positiven Angstfaktor. Ich hätte auch relativ früh im Spiel auch auf negativen Angstfaktor gehen können, um die Industrie zu pushen. Das wäre auch eine Idee gewesen. Ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Sire. Tribok bereit, Sire. Irgendwann werden wir doch mal noch einen Garten treffen. Hauptsache den Typ, der zum Garten gehen wollte, den hat's erwischt. Alle Leute, die jetzt hergehen, kamen sich erinnern, dass hier ein Kiesbiergarten ausgeschüttet wurde. Ganz kommt die Kunde gleich der nächste Stein von oben. Und speichern. Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Oh, ich glaube, ich habe da hinten einen Garten erwischt, oder? Ja, es ist nur noch bei 1. Nice! Ich glaube, den letzten kriege ich wohl jetzt nicht mehr reduziert. Dafür sind die einzelnen Garten zu schwer zu treffen. Aber ich habe das schon mal richtig schön reduziert. Flugbahn ist berechnet. Tribok bereit, Sire. Vielleicht mit vielen Katapulten, die von dort aus rüberschießen. Oh, da habe ich noch mal einen erwischt, tatsächlich. Ich muss es nur lang genug versuchen, dann klappt das schon. Das ist der Trick. So lange machen, bis man es geschafft hat. Was ein Wunder. So, Wolf. Bereit fürs letzte Tänzchen. Jetzt kommt einfach keine Letzte, es kommt einfach ein Riesenfeuer. Es kam halt nur einmal. Soll ich dem Braten trauen? Dass da nur einmal ein Feuer kam. Da denkt ihr, jetzt kommt Nummer 1 ganz am Ende. Ah, da haben wir wenigstens ein schönes Feuerwerk. Ich muss bloß meine Truppen wegtun von dort, wo sie verbrennen können. Den Rest kann ich wieder aufbauen. Hi. Auf dem Weg. In Ordnung. Please not the fire. We didn't start the fire. Bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Ich habe nur noch einen Garten weg, dann dürfte sogar der Einser-Bonus weg sein, oder? Wohin schießt der denn? Oh ja! Ah, einer ist noch da. Verdammt. Verdammt! Tribok bereit, Sire. Flugbahn ist berechnet. Achtung! Es werden Waffen gemahlen, Sire. Achtung! Jetzt ist es gleich soweit. Oh, da ist noch irgendwas vom Schwein. Oh, ein paar Baumeister. Und Tunnelbauer. Ah, ja. Achtung! Ist es quasi ein Vollkornspeicher? Eure Lordschaft zu Diensten.
Und was wünscht ihr? Irgendwann schaffst du es, ich vertraue. Wir benötigen Steine. Ich vertraue tief auf dich. Konstruieren Belagerungsgeräte. Oh, wenn ich hier nicht... Oh, ich kann hier beschossen werden, das ist nicht gut. Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer des Schweins. Das Schwein? Das Schwein? Verlassen Belagerungsgeräte. Mäh. So vielleicht? Konstruieren Belagerungsgeräte. Aha. Das Schwein greift nochmal an? Es werden Waffen benötigt. Mit dem hätte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Und los. In Ordnung. Aber gern. Tribok bereit, Sire. Jetzt habe ich wirklich nochmal einen, der kann... Hä, jetzt hatte schon wieder zwei, weil meine Bevölkerung weggegangen ist, ne? Ist ja verrückt. Oh, der ist jetzt auch weg. Jetzt nur noch der eine Garten. Hä, hat er noch mehr positive Sachen als das? Ich habe aber nicht mehr gesehen. Warum hat er immer noch einen Bonus? Ah, jetzt ist es weg. Ah, jetzt habe ich auch das letzte. Jawoll! Jawoll, jawoll, jawoll. Waffen geschultert. Wolf, um deine Moral ist es jetzt geschehen. Oh, ich habe das ganze Weizen schon verbraucht. Gut, dann können wir wieder anfangen. Es werden Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Armee vom Schwein, die mir versprochen wurde? Soll die letzte Schlacht jetzt nicht kommen? Ich glaube, der Angriff vom Schwein wurde wegen schlechten Regen abgesagt. Okay, wir greifen an. Noch einen letzten Blick auf unsere Burg. Ja, es ist okay geworden. Bin gerade überlegen, was nehme ich lieber als Thumbnail? Meine Burg oder die Burg vom Wolf? Okay, die jetzt nicht mehr, aber die vom Anfang. Weil wenn ich meine Burg im Endstadium zeige, ist es ja mehr oder minder schon ein Spoiler, wie die am Ende aussieht, ne? Das macht dann auch schon ein kleines bisschen die Spannung kaputt für die Leute, die zuschauen. Das ist jedes Mal das Problem, was ich habe, wenn ich als Thumbnail wirklich etwas nehme, was ich gebaut habe. Deswegen nehme ich meistens immer irgendwas anderes, wenn ich mal mit solchen Thumbnails arbeite, mit irgendwas vielleicht zum Beispiel, wie die Mission startet, einfach, dass man die Grundaufstellung sieht. Weil wenn ich das nehme, was ich gebaut habe, wie gesagt, dann wissen die Leute schon gleich Bescheid, ach ja, so sieht es am Ende aus. Was dann ein bisschen gemein ist. Weil das ist ja gerade so eine der interessanten Sachen, wenn man mir beim Burgenbauen zusieht, dass man auch ein bisschen überrascht ist, was ich da zusammenzaubere. Aber wenn man das Endergebnis schon kennt, dann ist das, glaube ich, nur noch halb so interessant. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr davon haltet. Aber ich für meinen Fall habe immer so meine Probleme, das zu sehr zu spoilern, weil ich schon glaube, dass das ein bisschen den Reiz beim Bauen zuschauen. Weil ich finde, das Burgenbauen ist schon, und gerade das Sandbox-mäßige Burgenbauen, ist schon einer der Reize von Stronghold. Und wenn einem das quasi genommen wird, als, weil man schon weiß, wie das Ergebnis aussieht, gut, okay, oftmals bin ich nicht so kreativ beim Burgenbau, aber wenn es mal ein bisschen was anderes ist als der absolute Standard, den ich mal baue, dann ist es eigentlich schon mal ganz schön, beim Entstehungsprozess zuzugucken. Ich glaube, da kommt echt nichts mehr. Okay, Wolf, nichts Persönliches. Was wünscht ihr? Na gut, eigentlich schon, ne? In Ordnung, eure Lordschaft. Belagerungsturm wird bewegt. Zu Diensten. Wir stürmen die Butze mal. Nochmal einiges an Armbrustschützen mit. Au, 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 au. Au, 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 so ein Seelöwe einfach, wenn er so vorbeikommt. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. Ran da, vorwärts. Den Turm räumen mitsamt Geräten. Weiter vorwärts. Jawohl. Tor auf, bitte. Dann eben nicht. Ich komme, um dich zu holen, Wolf. Wolf einfach so, oh no, anyway. Der hat eh schon mit allem abgeschlossen. Wann habe ich eine Hütte verloren? Zu Diensten. Fasst euch ein Herz, Brüder. Schulter nieder mit ihnen. Unsinn, der hat ihn aufgelernt.
Was wünscht ihr? Es wird ein Befehl. Befehl. In Ordnung. Trotz der Gefahr. Wer spießt am Kredenzen? So, Wolf, das war's mit dir. Ende Gelände, aus die Maus, Zapfenstreich. Uns entgeht niemand. Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft. Irgendwo noch Truppen, außer die vom Schwein da. Ich glaube, hier habe ich auch alles ausgeschaltet. Die Leute von der Burg müssen ja nicht zählen. Zu Diensten. Von der Pike auf gelernt. Schultert die Waffe, wer spießt am meisten auf? Fasst euch ein Herz, Brüder. Zur Stelle. Ei. Nieder mit ihnen. Uns entgeht niemand. Achtung. Hm. Trifft ihr immer noch nicht? Los. Jetzt kommt. Erzählt doch nichts. Vorwärts, Pikeniere. Sire. Ja, das speichere ich jetzt noch. Waffen geschultert. Das müsste es gewesen sein, ne? Hm. Die Burg vom Schwein. Macht auf der Minimap auch immer noch das. So wie ich Abtreibung kenne, könnte ich mir schon vorstellen, dass das beabsichtigt war. Besiegt alle feindlichen Einheiten. Eure Lordschaft? Ist hier noch irgendwo was? Ah, da sind noch ein paar Baumeister, die sich zurückziehen. Ich glaube, sobald die jetzt abgeschossen sind, soll es das gewesen sein. Da ist noch ein Tunnelbauer. Es sind noch ein paar Wölfe, aber die muss ich ja nicht ausschalten. Die dürfen gerne weiterhin. Der Wolfsbestand darf erhalten bleiben. Okay. Da haben wir es. Okay, war jetzt ein bisschen gemeint, dass wir uns auf die Klimax vorbereitet haben und es kam einfach keine. Irgendwie hat sich da ein bisschen was mit den Angriffen verschoben, glaube ich. Schon allein, weil es ein Angriff des Schweins war. Das hätte eigentlich gar nicht kommen sollen. Okay, dann würde ich mal sagen. Ein bisschen interessanter wäre es gewesen, wenn dieses Zeit bis zur letzten Schlacht ein Zeitlimit gewesen wäre. Das wird nicht als Hinweis sein, das wäre ein bisschen eklig geworden. Aber stell dir vor, es wäre ein Zeitlimit gewesen. Wir hätten von dem letzten Angriff bis dahin Zeit gehabt, jetzt die ganze Karte zu säubern. Aber so war es mir eigentlich lieber. Zeitlimits sind immer irgendwie doof, finde ich. Okay, damit hätten wir das geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war jetzt ein 2,5-Stunden-Special um den Dreh. Und dann sehen wir uns beim nächsten Community-Content. Einer kommt noch. Nächste Woche nochmal ein Stronghold 1-Special. Und da sehen wir uns dann, ja, nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.